Halleluja. Soll ich beten für die Kinder? Halleluja. Der Herr sagt, lass die Kleinen zu mir kommen. Er sagt, wir sollen werden wie die Kinder. Amen. Ich segne euch jetzt mit einer wunderbaren Kinderstunde, wo Jesus euch begegnet. Amen. Jawohl, da ist sogar eine gute Farbe aus Afrika da. Halleluja. Da fühle ich mich sofort zu Hause. Amen. Kinder, ihr dürft laufen. Ihr dürft in die Kinderstunde laufen. Amen. Ich segne euch in Jesu Namen. Mit Freude, mit Frieden, mit Kraft. Amen. Mit Glauben, der Berge versetzt. Halleluja. Okay. Habe ich schon noch was sagen? Wo kann man mehr was away? Ja, versteht das keiner. Mukamawe was away, das heißt, gepriesen sei der Herr auf Uganda. Halleluja. Gepriesen sei der Herr. So ein schwaches Echo. Gepriesen sei der Herr. Langsam habt ihr kapiert, um was es geht. Ihr Lieben, wir sind in der aufregendsten Zeit, die diese Welt je erlebt hat. Amen. Wer glaubt, dass wir in der Endzeit sind? Wer glaubt, dass wir am Ende schon fast von der Endzeit sind? Ihr Lieben, wenn ihr das noch nicht kapiert habt, dann braucht ihr noch ein paar Schocks. Ich sag's euch, wir sind jetzt gefragt, wie noch nie in der Geschichte. Und zwar, dass wir eine klare Linie haben in unserem Leben. Amen. Es gibt kein ein bisschen hier, ein bisschen da. Du bist entweder da oder da. Amen. Entweder bist du auf dem Weg zum Himmel oder auf dem Weg zur Hölle. Und ich möchte, dass keiner von euch auf dem Weg zur Hölle bleibt, wenn er dort noch ist. Neulich, bevor ich jetzt hergeflogen bin, vor 2 Wochen, sitzen ein Mann und eine Frau auf meiner großen Veranda und ich habe gar nicht gewusst, warum die da sind, aber ich sage, entschuldigt, aber ich möchte euch eine Frage stellen. Wenn Gott euch heute abberufen würde, wo würdet ihr hingehen? Sagt die Frau, ich entscheide mich für den Himmel. Er sagt, ich hoffe in den Himmel. Sag, ihr seid beide auf dem Weg zur Hölle. Niemand kommt durch Hoffnung in den Himmel und keiner kommt durch seine Entscheidung in den Himmel. Habt ihr es kapiert? Es geht um viel mehr. Wir haben keine Zeit mehr, halb hingegeben, halbherzig entschieden zu sein. Du bist entweder auf dem Weg oder auf dem. Und Jesus könnte jeden Tag kommen. Und es gibt eine Hölle, ihr Lieben. Und es gibt einen Teufel. Und der will möglichst viele noch mit sich reißen. In die ewige Verdammnis. Und ewig, 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 es hört nie auf. Da ist dieses Leben auf dieser Welt nur ein Hauch, verglichen zu dem, was uns erwartet. Ich hoffe, ich schockiere euch in den Himmel hinein. Halleluja. Ich will keinen in der Hölle sehen. Im 2. Korinther 5,20 lesen wir, so sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir brauchen Versöhnung mit Gott. Wir sind Botschafter Jesu Christi. Ihr Lieben, vor vielen Jahren kam der Fürst Castell mit seiner Frau uns besuchen in Uganda. Und dann gab er mir eine Botschaft. Maria, wenn ein Aristokrat von einem Land in ein anderes Land kommt, wo es einen König gibt, muss da ein Besuch stattfinden. Mach uns einen Termin beim König von Buganda, das ist der größte. Wir haben 9 Könige in Uganda, obwohl wir eine Republik sind. Aber 9 Könige, die sind alle in bester Harmonie mit dem Präsidenten. Und den Größten, da wohne ich gerade, wo der Größte ist. Dann habe ich gedacht, so, das ist ja lustig. Ich soll einen Termin beim König von Buganda kriegen. Dann habe ich gesagt, ja, wie mache ich das? Dann sagt er, ruf den deutschen Botschafter an. Der wird dir helfen. Ich rufe den deutschen Botschafter an, habe ich auch noch nie getroffen. Sag, ich brauche einen Termin beim König von Buganda, können Sie mir helfen? Ein Aristokrat aus Deutschland kommt und will den König besuchen.
Sagt er, ja, ja, komm zu mir ins Büro. Gibt uns einen Termin, wir sitzen im Vorraum. Und da denke ich mir, das wird jetzt spannend. Wen hat die deutsche Nation ausgesucht, um das ganze Land Deutschland in Afrika zu vertreten? Das ist jetzt spannend, also bin ich so wirklich gespannt. Weil die Person wird für alle Afrikaner, die ihn treffen, die Ausstrahlung haben der Nation Deutschland. Alle Afrikaner glauben, Deutschland ist so wie der Kerl. Und ich habe gespannt gewartet. Und dann kommt ein Hühner herein mit weißem Haar. Und der, also sofort habe ich gesagt, jetzt sind alle Probleme weg. Jetzt wundert es mich nicht mehr, dass alle Afrikaner nach Deutschland wollen. Bei der Ausstrahlung. Dann sagt der Herr zu mir, genauso möchte ich, dass du mein Reich ausstrahlst. Du bist ein Botschafter des Königs aller Könige. Amen. Kannst du da alles tun, was du willst? Nein. Ein Botschafter hat strenge Vorschriften. Amen. Du bist verantwortlich für alle Menschen, die dich sehen. Bist du ein Liebesbrief Gottes oder halt was anderes? Aber Gott möchte, dass du ein Liebesbrief Gottes bist. Amen. Gott möchte, dass neben dir die Menschen Gänsehaut kriegen, weil der Heilige Geist so präsent ist. Amen. Gott möchte, dass sie in dir die Hoffnung sehen, nach der sich jeder sehnt. Den Frieden, den die Welt nicht geben kann, die Freude, die die Welt nicht geben kann. Amen. Ich habe jahrzehntelang gebetet. Wisst ihr, ich, laut Geburtsschein, bin ich im 84. Jahr. Nein, das ist nicht mein Alter. Am 80. Geburtstag habe ich mit dem lieben Gott ein Interview gehabt. Habe ich gesagt, lieber Gott, können wir uns über etwas unterhalten? Haben wir noch viel Arbeit auf der Erde oder gehen wir bald nach Hause? Ich bin für alles bereit, nur wäre es schön, wenn du mich ein bisschen informierst. Dann höre ich laut, Maria, es wird alles viel, viel schneller werden. Das ganze Werk in Afrika kommt auf eine hohe internationale Ebene von Verantwortung und du wirst so viel Freude haben, dass du es kaum ertragen kannst. Sag ich, wow, das klingt gut. Das klingt gut, Papa, aber warum? Sag mal, bin ich nicht normal? Warum habe ich keinerlei Beziehung zu der blöden Zahl 80? Wenn mir jemand sagt, ich bin 5, glaube ich, ist genauso wie 80. Bin ich nicht normal? Sagte Maria, den Geburtsschein kannst du von jetzt an vergessen. So, das war bisher immer mein Bezug, ja? Nein, Maria, das ist nicht mehr dein Alter. Wer ist dein Leben? Jesus Christus. Und ihr Lieben, da ist mir sofort der Licht aufgegangen, der ist nie älter wie 33 geworden. Ich glaube dir, aber der Rest ist dein Problem. Ich erlebe ein Verjüngungswunder nach dem anderen. Ihr Leben, wie der Mensch denkt, so ist er. Amen. Da oben spielt sich das meiste ab. Ich sehe mich 33. Und jetzt habe ich das meinem Verlag erzählt, ja, wie ich ein Buch schreiben darf. Ich bin 33 Jahre, weil Jesus mein Leben, ich bin und bleibe 33 Jahre, weil Jesus mein Leben ist, der Rest ist Lebenserfahrung. Haben gesagt, Maria, schreib das Büchlein. Wir müssen die Altersheime räumen. Die Menschen im besten Alter sitzen da oben, schauen den blöden Fernseher dauernd an, verblöden dabei, wenn sie sehr aktiv sind, gehen sie nur mit dem Hund spazieren. Aber sonst versauern sie und hätten noch so viel zu geben, hätten noch so viel zu investieren. Ich würde mich sehnen in Afrika nach Pensionisten im Höhepunkt ihrer Erfahrung, dass sie kommen und unseren Afrikanern zeigen, wie man die besten Betten macht, die besten Kästen, wie man schweißt, wie man Auto repariert. Also ich wäre so glücklich. Und es wäre ein erfülltes Leben für dich. Amen. Ihr Lieben, ich habe jetzt bis jetzt haben wir fast 18.000 Kinder in die Schule geschickt. Davon
sind ganz viele Ärzte, Rechtsanwälte, aber auch viele Handwerker. Ich fördere das Handwerk sehr. Weil der Herr sagt, er segnet die Arbeit unserer Hände. Also die Arbeit unserer Köpfe segnet er nicht sehr gut. Müsst ihr zugeben, das ist der Baum der Erkenntnis, von dem wir ja nicht essen sollten, ja, sondern vom Baum des Lebens. Amen. Ja, und Satan hat, wie er aus dem Himmel herausgeworfen wurde, noch ein Drittel der Engel mitgerissen. Sind die heutigen Dämonen. Und dann war sein Ziel, diese Erde unter seine Kontrolle zu kriegen. Und wisst ihr, der ist nicht blöd, der Teufel. Der hat gewusst, wenn er die Eva auf seine Seite kriegt, der Mann, Adam, ist so glücklich, dass er endlich ein Gegenüber hat. Der tut alles, damit er sie nicht verliert. Wenn er die auf seine Seite kriegt, die bringt schon ihn auf seine Seite. Und es ist ihm gelungen. Wir Frauen haben einen enormen Einfluss, ihr Lieben. Aber wir müssen sehr aufpassen, unter welchem Geist wir stehen. Sonst sind wir extrem gefährlich. Eine Person glaubt es. Amen. Gleichzeitig hat uns Gott aber eine Gabe gegeben, die die Männer nicht haben. Die ist da oben. So der sechste Sinn, wisst ihr? Mein Mann hat immer gesagt, spürst du da was? Sagen wir es wenigstens. Dann kann ich es vor Gott prüfen. Amen. Das hat meistens gestimmt. Ich war immer bereit, den Weg zu gehen, den er vor Gott entscheidet. Ja, und jetzt haben wir tausende von Jahren unter dem Fluch Satans gelitten. Der damals Eva überzeugte, dass sie, wenn sie von dem Baum der Erkenntnis isst, dass sie dann so sein wird wie Gott. Und es war das Ziel. Schaut mal an, was da passiert ist. Das ist dieser Turmbau von Babel, wo sie einen Bau bauten wollten, bis in den Himmel hinauf. Der Mensch will Gott sein. Und das ist Hochmut zur Potenz. Wir sind die Geschöpfe Gottes. Und wir sollen Gott verherrlichen auf dieser Welt, indem wir demütig sind. Und demütig heißt nicht, sich selber klein machen, sondern Gott groß machen. Amen. Nicht uns selbst groß machen, sondern Gott groß machen. Und Gottes Furchtig, die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Weisheit. Und Gottes Furchtig sein heißt nicht zittern vor ihm, sondern ihn respektieren und seine Gesetze und seine einfach alles, was er tut und getan hat, schätzen und ehren. Lest einmal 5. Mose 28, da lest ihr über Fluch und Segen. Was glaubt ihr, was das wichtigste Wort in der Bibel ist? Wenn. Ihr habt schon meine Tonbänder gehört. Wenn ist das wichtigste Wort. Wenn wir tun, was er uns sagt in seinem Wort, dann wird er tun, was er verheißen hat. Amen. Ihr Lieben, haben wir in den letzten Jahrzehnten getan, was Gott gefällig ist? Also wenn ihr habt Glück, dass ich da drüben nicht sitze. Ich hätte schon Angst geschlagen. Ich habe gesagt, das ist hoffnungslos mit der Menschheit. Wahnsinnig, was wir mit dem 6% da oben gemacht haben. Ich bin froh, dass Gott uns nicht mehr gelassen hat. Ein messianischer Jude hat eine Predigt gehalten und hat gesagt, die westliche Welt hat nicht nur vom Baum der Erkenntnis gegessen, die haben vom Baum der Erkenntnis gefressen. Und dann sehen wir, was daraus geworden ist. Das ist die verrückteste Zeit, die diese Welt je gesehen hat. Amen. Das ist ein Lügengebäude ohne Ende. Weil wir wissen, Satan weiß, seine Zeit ist kurz. Als Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht, war das Todesurteil für Satan. Ich habe alles bezahlt, hat Jesus gesagt. Deine Zeit ist jetzt vorbei. Und dann ist Jesus, Satan hat natürlich geglaubt, er tötet Gott. Jesus hat den Geist aufgegeben. Als sie sein Herz durchbohrt haben, war da schon Blut und Wasser, der war nicht mehr zu töten. Satan hat ihn nicht getötet, unsere Sünde hat ihn getötet, den Menschen. Aber
Christus hat den Geist aufgegeben und ich in die Hölle gefahren. Jetzt hat der Teufel natürlich gedacht, der kommt sogar freiwillig. Ja, der ist gekommen, um alle Rechte wieder abzunehmen, die Satan durch Hochverrat von Adam und Eva bekommen haben. Weil er die Sünde bezahlt. Und wenn die Sünde bezahlt ist, dann hat der Tod keine Macht mehr. Amen. Und dann hat Jesus mit dem, wie er wieder alles zurückgenommen hat, ist er aus eigener Kraft auferstanden. Und dann haben diese Jünger geglaubt, wow, jetzt ist er wieder da. Jetzt wird er alles wieder so richten, wie es war. Und vielleicht noch besser. Dann hat er 40 Tage gepredigt. Reich Gottes Prinzipien. Ich würde euch heute raten, das Buch zu kaufen, 40 Tage Reich Gottes Prinzipien, das von Strahlen der Freude zusammengefasst wurde, denn im Reich Gottes, ihr Lieben, ist anders denken wie in der Welt. Das sind die Letzten, die Ersten. Amen. Da ist der Herr stark in dem Schwachen. Und so weiter. Es kommt jetzt eine Zeit, wo ganz andere Prinzipien gelten werden, als die Prinzipien der Welt. Gut, und dann nach 40 Tagen haut er wieder ab, ohne eine Warnung. Die waren entsetzt, sie sind wieder weg. Die Engel haben gesagt, genauso wie er jetzt abgezwitschert ist, wird er auch wieder kommen. Und der Jesus hat gesagt, er kommt am Morgen des dritten Tages. Jetzt sind seiner Auferstehung sind und seinen Tod am Kreuz und seiner Auferstehung sind 2000 Jahre vergangen und wir sind schon im dritten Tag. 2000 Jahre sind 2 Tage. Jetzt sind wir am dritten Tag. Er hat gesagt, er kommt am dritten Tag wieder. Ihr Lieben, ich warte jeden Tag auf ihn. Jeden Tag. Am Abend sage ich immer, heute hast du es wieder nicht geschafft. Herr Jesus, ich gebe dir morgen wieder eine Chance. Halleluja. Nein, ich habe gesagt, arbeite doch an der Brautkammer ordentlich, damit der Papa endlich zufrieden ist. Weil der Herr Jesus weiß selber nicht, wann er kommen kann. Der muss warten, bis der Vater ihm sagt, die Brautkammer ist schön genug. Jetzt kannst du die Braut holen. Ich habe gesagt, Herr, es muss nicht hundertprozentig sein. Ich bin schon zufrieden, wenn ich nur mit dir abhauen kann. Amen. Ihr Lieben, wir sind die Generation, die höchstwahrscheinlich die Entrückung erleben wird. Amen. Denn ihr könnt die Offenbarung lesen. Ich glaube, ab dem dritten Kapitel, nach dem dritten Kapitel gibt es die Gemeinde nicht mehr. Ihr habt gesagt, Herr Jesus, du bist doch ein Liebhaber, du bist doch unser Bräutigam, der lässt doch seine Braut nicht jämmerlich leiden. Sagt er, nein, ich hole euch schon vorher ab. Jetzt haben wir nur so ein bisschen Kostprobe, wisst ihr, von dem Lügen. Der Teufel ist ein Lügner. Der Vater der Lüge. Er ist ein Verführer, er ist ein Verwirrer. Er ist ein Mörder, er stiehlt. Alles sehen wir jetzt. Alles, ein Durcheinanderbringer. Aber nur die, die nicht die Sprache der Hölle sprechen, und die Sprache der Hölle ist Angst. Und Angst auf Englisch heißt Fear. F-E-A-R. False evidence appearing real. Falsche Tatsachen erscheinen uns als real. Ich habe noch nie, wisst ihr, ihr lieben Deutschen, ich muss euch sagen, ihr habt eine Gabe, die fantastisch ist, aber gleichzeitig verheerend. Ihr seid die besten Nachfolger. Ich habe noch nie so ein gehorsames Volk gesehen, mit so einem Kadaver gehorsam. Aber ihr habt keine Ahnung, wem ihr nachfolgt. Ich folge meinem Herrn Jesus Christus nach. Amen. Und ich garantiere euch, die, die auf Jesus fixiert sind, die die Sprache des Glaubens sprechen, Glaube auf Englisch heißt Faith, F-A-I-T-H, for all I trust him, für alles vertraue ich ihm. Amen. Ihr Lieben, es braucht jetzt Menschen, die Eigenverantwortung übernehmen. Du kannst dich nicht verantworten vor Gott, weil irgendeine Regierung was bestimmt hat. Amen.
Es gibt ein Limit zum Gehorsam. Amen. Genauso wie eine Frau ihrem Mann untertan sein soll. Aber wenn der Mann sagt, jetzt haben wir schon 4 Kinder, du bist wieder schwanger, das drehen wir jetzt ab. Muss die Frau dem Mann gehorchen? Nein. Wenn sie es tut, ist sie Mörderin. Kann sie sich nicht vor Gott rechtfertigen. Mein Mann wollte es. Hat sie gesagt, ja Moment, das war dein Leib, in dem das Kind war. Amen. Wenn eine Regierung von mir etwas verlangt, wo ich im Herzen spüre, das ist nicht aus dem Reich Gottes geboren, habe ich den Auftrag zu widerstehen. Und zwar in Liebe, Amen, in Geduld, nicht rebellisch oder was, sondern in sagen, nein, ich muss meinem Gott mehr gehorchen als in der Regierung in dieser Welt. Wisst ihr, ich lerne sehr viel von den Helden im Wort Gottes. Der Daniel, der hat Leute gehabt, die sehr eifersüchtig waren auf ihn. Und die haben den König überzeugt, dass er ein Gesetz erlassen soll, dass jeder, der von einem anderen König außer ihm, den Regierenden, etwas will, dass der vor die Löwen geworfen wird. Sie wollten natürlich den Daniel treffen, den wollten sie beiseite räumen. Ist er jetzt zitternd nach Hause gegangen und hat alles zugesperrt? Weit hat er die Fenster aufgerissen und hat 3-mal am Tag laut zu seinem Gott gebetet. Und die haben gewartet da draußen. Wow, Taman aber. Und er wurde in die Löwengrube geworfen. Habe ich gesagt, Herr, warum haben die Löwen ihn nicht gefressen? Die waren ja hungrig. Sagt er, die haben kein Fleisch mehr gerochen. War nur mehr Geist. Amen. Amen. Da war keine Angst. Da war keine Todesangst. Der war bereit. Und die haben geschnurrt wie Kätzchen neben ihm. Halleluja. Und der König hat die ganze Nacht gefastet und gebetet und gehofft, dass der Gott von dem Daniel ihn beschützt. Und in der Früh lief er hin und hat gesagt, Daniel, Daniel, hat dein Gott dich gerettet? Schreit er, jawohl, König. Und dann wurden alle die, die das verursacht haben, mit ihren Frauen und Kindern hineingeworfen. Und die Löwen haben die schon in der Luft gefressen. Gott sucht Daniels in unseren Tagen. Er sucht Königin Esther. Er sucht Joshuas und Kalebs. Er sucht Jünglinge, die im Feuer tanzen. Amen. Und da können die Feiglinge natürlich nicht mitmachen. Wisst ihr, wie ich gelesen habe, dass die Feiglinge in der Bibel mit den Mördern aufgezählt werden? Ich war ein Feigling lang. Boah, da habe ich Buße getan. Boah, ich bin kein Feigling mehr, das sage ich euch. Ich will nicht mit den Mördern aufgezählt werden. Und da habe ich gespürt, in mir wohnt ein Angsthase. Und habe ich gesagt, Herr, das bringt doch dir keine Ehre. Das ist der Tempel des Heiligen Geistes, da wohnt ein Angsthaus drinnen. Ich sage, Löwe von Juda, komm, komm mal rein. Und der hat gemacht und der Hase war weg. Und der ist immer noch weg. Amen. Und er wird nie mehr kommen. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Und da soll gar nichts anderes Platz haben da drinnen. Außer der Heilige Geist. Aber wisst ihr, wir sind Botschafter. Wir haben keine Zeit mehr halb hingegeben. Ein halber Christ ist ja ganz erwischt. Ihr Lieben, nicht die Konfessionen bringen uns in den Himmel. Meine Güte, ich sage euch immer so viel zusammen. Eine Stunde ist mir zu kurz. Nein, das ist zu wenig. Also das kann ich nicht. Entschuldigung. Also, wisst ihr. Also Satan ist jetzt dabei, möglichst viele Menschen auf seine Seite zu kriegen und
mit sich in die Hölle zu reißen. Und Gott hat jetzt eine Zeit zugelassen, wo so eine scharfe Trennung auf der ganzen Welt stattfindet. Zwischen gläubig und religiös. Ihr Lieben, die Religiösen, die tun was, um was zu bekommen. Aber die Gläubigen tun alles, weil sie schon alles bekommen haben. Das ist ja auch die Trennung zwischen Hure und Braut. Der Herr hat zu mir mal vor Jahren gesagt, du bist eine Hure. Sag ich, was? Weit und breit kein Mann und ich soll eine Hure sein? Das muss man jetzt erklären. Dann hat er gesagt, du tust alles, nur dass die Menschen dich lieb haben. Wow! Ich habe nicht gesündigt, aber ich habe immer nur geschaut, wie ich Menschen so beeinflussen kann, dass sie mich lieben. Haha. Ihr Lieben, ob ihr mich mögt oder nicht, ist mir schnurzegal jetzt. Gott liebt dich! Gott liebt dich! Und jeder, der mich trotzdem liebt, ist ein Bonus, aber nicht mehr das Fundament. Amen? Wenn du mal weißt, wie Gott verknallt ist in dich, dann musst du doch nicht mehr rumrennen und betteln. Halleluja. Amen. Sondern du kannst geben. Du kannst geben. Dann hat er gesagt, Maria, solange du noch geliebt werden willst, kann ich dich nie gebrauchen. Denn dann bist du manipulierbar. Mich manipuliert keiner mehr. Ich will nur mehr respektiert werden. Und wenn ich die Leute respektiere, dann werden ich auch die Richtigen lieben. Amen. Halleluja. Ihr könnt alles Mögliche von mir erzählen, das berührt mich überhaupt nicht. Wenn es gut ist, zur Ehre Gottes, Halleluja. Und beim anderen schmunzle ich nur. Ich sag's euch, wenn wir in den Fußstapfen Jesu gehen, da kriegen wir nicht nur gute Nachreden. Ich bin so gesegnet in Afrika, dass die Leute mich fragen, wo ich meine finanziellen Techniken her habe. Ich brauche im Monat 600.000 bis 800.000 Euro, um dieses Werk laufen zu lassen. Ich habe über 1.000 Mitarbeiter, fast 10.000 Kinder, die zur Schule gehen. Wir bauen dauernd, aber nicht, weil ich es will, sondern weil Gott sagt, kauft Landereien, bau Krankenhäuser, bau Schulen. Und jetzt hat er mal gesagt, ich soll Flüchtlingswohnungen für Europäer bauen. Ich habe schon ganz viele gebaut. Und ich vertraue, wenn Gott zu dir spricht, bitte nicht kommen, wenn du nur ein bisschen Interesse hast, sondern wenn Gott zu dir spricht, Uganda, 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 du kannst nicht mehr schlafen vor lauter Uganda, Uganda, dann komm uns mal besuchen und schau dir es an. Wir leben wie die Maden im Speck da drum. Afrika wird das Auffanglager für den Leib Christi. Hätte Jesus überlebt ohne Afrika? Ha? Musste nach Ägypten flüchten. Was wie Mose, Josef, Abraham. Afrika hat den Ruf, den Leib Christi, für den Leib Christi Schutz zu geben. Und ich sag's euch, verglichen zu hier, Jesus lebt in Afrika. Da ist er sehr zu Hause. Wir haben 80% Christen in Uganda. Ich war so glücklich, wie ich den ersten Ungläubigen erwischt habe. Jeden, den ich gefragt habe, kennst du Jesus? Und der hat mir angefangen zu predigen, verstehst du? Da war ich mir besser. Aber wer sich jetzt bekehrt, ist für mich eine totale himmlische Überraschung. Hunderte von Prostituierten bekehren sich. Wir haben einen ganz großen Dienst begonnen. Schon über 300 sind bekehrt, getauft, werden, gehen jetzt durch Jüngerschaftstraining. Ihre Kinder haben in unsere Schulen genommen und jetzt dürfen diese Frauen alle einen Beruf erlernen. Aber es warten noch über 600. Und wir erwarten alle. Und wisst ihr, wer noch sich bekehrt wie verrückt? Die Moslems. Wir haben schon 400 Moslems
die so heiß sind für Jesus, haben sie zu mir gesagt, Mama, wir waren bereit, mit einer Bombe zu sterben für den blöden Dings da. Was meinst du, um wie viel mehr wir bereit sind zu sterben für Jesus Christus, der alles für uns bezahlt? Das Missionsfeld von Haustier, aber ihr habt es nur noch nicht begriffen. Diese Menschen müssen durch uns die Liebe Gottes erfahren. Amen. Gott hat mir einige Male schon gesagt, ich soll in einem total muslimischen Gebiet, sehr arm, Schulen bauen, Krankenhäuser. Und dann rufe ich immer die ganze politische und auch die geistliche Leitung zusammen. Und da sage ich, ihr Lieben, ich bin eine heiße Nachfolgerin Jesu Christi. Und er gibt mir die Erlaubnis, bei euch Entwicklung zu bringen. Aber nur, wenn ihr uns einladet. Sonst kommen wir nicht und lieben euch trotzdem. Jetzt gebe ich euch eine Woche Zeit zum Nachdenken. Und ich sage, außerdem solltet ihr einmal die Idee haben, mich frühzeitig in die ewige Herrlichkeit abzubefördern. Dann verdaue ich, dass meine letzten Worte Quagalanio sind. Das heißt, ich liebe euch. Alle haben sie bisher gesagt, komm, kannst bei uns machen, was du willst. Ich garantiere euch, wenn ihr mir was antut, habt ihr die Moslems am Nacken. Die lieben mich und ich liebe sie. Ich sage ihnen immer, euch liebe ich. Den Koran nicht, aber euch. Ihr Lieben, wir haben hunderte von armen muslimischen Kindern in unseren Schulen. Und alle diese Vormünder müssen unterschreiben, dass sie erlauben, dass unsere Kinder, weil unsere ganzen Paten Christen sind, im christlichen Glauben erzogen werden. Sie werden nicht den Koran gelehrt in unseren Schulen, das sollen sie zu Hause machen. Wir werden keinen zwingen zu konvertieren. Aber wir wollen, dass sie Jesus Christus kennenlernen. Der Reihe nach erkennen die Kinder, Jesus ist der Erlöser dieser Welt. Und vom höchsten Führer, gerade die Tochter, 15 Jahre, Papa, ich will mich taufen lassen, ich weiß, Jesus ist der Erlöser dieser Welt, ich will mit ihm leben. Ich erfahre das, bin ich sofort zu ihm gefahren. Sage ich, du, weißt du, das ist für uns schon eine große Freude, wenn deine Tochter erkennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das glaube ich auch mit ganzem Herzen. Das kann nicht die Intelligenz oder das kann ja niemand gesagt haben, außer der Heilige Geist. Und die will sich taufen lassen. Sie ist 15 Jahre. Wir taufen sie nicht. Die ist ja unter deiner Autorität. Außer du gibst die Erlaubnis. Jeder hat noch gesagt, wann ist das Datum? Keiner hat die Taufe verweigert. Aber ich sage, alle kommt jetzt zur Taufe. Ich möchte, dass ihr das Kind segnet und dem Kind, dass die Verheißung, das Versprechen vor mir gibt, dass es nie verfolgt wird, um seines Glaubens willen. Und das tun sie alle. Wir haben hunderte von solchen Kindern, wo die Eltern sagen, mein Kind ist so verändert. Ich habe nie geahnt, dass ich so ein wunderbares Kind habe. Und Jesus hat die Veränderung gebracht. Amen. Amen. Ihr Lieben, wir sind die Vertreter, Botschafter Jesu Christi auf dieser Welt. Amen. Ich habe meine Kinder erzogen schon sehr früh, dass sie auch ohne mich leben können. Und ich habe sehr früh schon ihnen Geschichten, immer wieder biblische Geschichten gelesen. Ich habe einige Kinder adoptiert, darunter auch ein 9-monatiges Mädchen. Und wie die 3,5 Jahre war, so in dem, jetzt wie es zur Osterzeit kam, eine Österreicherin und sagt zu meiner Tochter, Angel, jetzt kommt dann bald der Osterhase, freust du dich? Sagt sie, den Blödsinn glauben wir in Afrika nicht. Ich war so stolz. Sagt sie, ja, was glaubt denn ihr dann? Ja, nicht an Hasen und Eier, da glauben wir nicht. Aber Jesus ist gestorben und er lebt und wir freuen uns, dass er lebt. Amen. Ich war 3,5 Jahre oder 4. Ich habe meinen Kindern immer erlaubt, mit mir zu sprechen, auch mich zu unterbrechen, wenn ich mit Erwachsenen spreche, weil aus dem Mund der Kinder können wir oft Wahrheiten hören.
Und dann wollte sie mitreden mit der Dame und mir. Sagt diese Dame zu Angel, bist ja noch so klein, kannst doch nicht mit den Erwachsenen mitreden. Sagt sie, ja, ich bin noch sehr klein. Aber in mir wohnt ein großer Gott. Wer wohnt in dir? Ein großer Gott? Wenn er noch nicht tot ist, lade ihn ein. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Ich sag's euch, die nächsten, weiß ich was, 50 Jahre, die Gott mir noch gibt. Amen. Ich will jeden Tag leben, den er will, aber kann länger. Werde ich bemüht sein, Gott aus den Häusern herauszubringen und in die Herzen hinein. Amen. Gott wollte nie in Häusern leben. Der will in dir und in mir leben. Ich schaue nicht auf die Uhr, gell? Und jetzt ist die Zeit, den ganzen Weg mit Gott zu gehen. Ihm das ganze Leben zu geben. Wenn wir das tun, wird er uns solche Salbung, eine solche Kraft und Ehre und Güte zurückgeben, dass wir für ihn scheinen werden. Und das lese ich euch jetzt vor aus dem Philipper. Philipper 2, kannst du liegen lassen. In Philipper 2, da heißt es, in Vers 15, tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Leben wir in einem verdrehten Geschlecht? Und da soll man was sein? Unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter der Welt. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Ihr Lieben, wir sind berufen, das Licht der Welt zu sein. Was sind wir berufen? Das Licht der Welt zu sein. Wir sind berufen, Salz in dieser Welt zu sein. Wir sind berufen, Vertreter des Königs aller Könige zu sein. Ihr Lieben, aber jetzt geht's zur Substanz. Ich möchte euch jetzt ein paar Sachen vorlesen, die sehr wichtig sind, und nehmt euch die zu Herzen, bitte. In Johannes 3, 16 bis 18 heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt geschickt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Was ist der Schlüssel für unser ewiges Leben? Glauben. Glauben an das Richtige, ja. Und das Richtige, einzig Richtige ist Jesus Christus. Nur durch Glauben an Jesus Christus bist du gerettet. Nicht, weil du einer besonderen Konfession angehörst. Und schon gar nicht, weil du geimpft wurdest. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Es gibt nur einen Weg. Für die ganze Welt. Jesus Christus. In Apostelgeschichte 4,12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, indem wir gerettet werden müssen. Wie heißt der Name? Jesus. Römer 10, 3. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Werden die anderen auch gerettet werden? Nein. Nein. 1. Timotheus 2, 4. Unser Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass keiner von uns verloren geht.
Aber wir müssen das Rettungsseil annehmen, das er heruntergeschickt hat. Johannes 5, 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Ihr Lieben, so, so hart es klingt, aber jedes Baby, das geboren wird, wenn es nicht neu, also jeder Mensch, der geboren wird, muss eine neue, eine Wiedergeburt erleben. Wir werden alle mit der sündhaften Natur Satans geboren. Wir brauchen eine neue Natur. Die Natur Jesu Christi. Amen. Sonst kannst du dich anstrengen lebenslänglich. Wir haben dreckige Hände. Mit dreckigen Händen kannst du nie eine saubere Arbeit leisten. Wenn es einen Weg gegeben hätte, mich selbst zu erlösen, ich hätte ihn gefunden, ihr Lieben. Weil ich mir gedacht habe, ihr bist lebenslänglich angestrengt, ein braver Mensch zu werden. Und da bin ich draufgekommen, Jesus ist nie gekommen, um auf bösen Menschen brave zu machen. Nie. Sondern als Toten Lebendige. Er möchte dir ein neues Leben geben. Er möchte dich aktivieren in jeder, in allen Teilen deines Lebens. Amen. Ich habe mich bei Gott beklagt und gesagt, Herr, ich streng mich ja so an. Sagt er, ja, du bist sehr anstrengend. Das war der letzte Todesstoß in meine selbstgebastelte Erlösung. Und dann habe ich erkannt, ewiges Leben ist ein Geschenk, das nur die erkennen, die wissen, ich bin's nicht, ich hab's nicht, ich kann's nicht in meiner eigenen Kraft. Ich bin ein absoluter, hoffnungsloser Versager in meiner eigenen Kraft. Und jetzt kommt der beste Aberglaube. Aber Jesus kam für die Versager. Und er will in uns Raum gewinnen. Und je mehr du weißt, dass du ihn brauchst, umso mehr bekommst du von ihm. Wir haben einen wunderbaren Gebetsberg, kam ein Deutscher, ein tüchtiger Geschäftsmann auf den Gebetsberg. Haben wir gedacht, ich muss ihn fragen, was der da sucht. Dann habe ich gesagt, was erwartest denn du hier? Sag ich, ich will mehr von Gott. Dann habe ich gesagt, dann gib ihm mal mehr von dir. Du bist ja viel von dir selber. Der hat ja keinen Platz. Könnt ihr mich hören? Die Wahrheit macht uns miserabel, bevor sie uns frei macht. Der hat mich blöd angeschaut. Sag ich, ja, wie gesagt, du bist so voll. Da ist kein Platz mehr in dir. Gib ihm mal deinen ganzen Stolz, dein alles, alles. Na, wir sehen, wie der kommt und dich füllt. Lukas 13, 24. Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Ihr Lieben, die enge Pforte, ihr wisst, in Jerusalem sind 12 Tore. Das ist ein großes Tor, das wird abends geschlossen. Und dann hat jede die Türe noch ein kleines Tor. Und durch das kleine Tor können Spätkommende hineingehen. Vor allem auch mit ihren Kamelen, aber sie müssen alles abladen und auf die Knie. Wir müssen alles abladen, was wir glauben. Wir können damit Gott beeindrucken und auf die Knie gehen. Dann können wir hineinrutschen durch das schmale Tor. Johannes 10, 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Johannes 14, 6 bis 7, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Johannes 8, 12, Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Amen. Amen. Ihr Lieben, muss euch sagen, diese ganzen Menschen, die an fremde Götter beten, auch ihr Lieben, die Maria, haben wir zu einer Position verdammt, die sie nie haben wollte. Sie hat immer gesagt, tut, was er euch sagt, tut, was er euch sagt.
Die werden es nicht schaffen. Die werden ein Erwachen haben für alle Ewigkeit in der Finsternis. Johannes 3, 3 bis 7, Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und dann möchte ich euch jetzt etwas vorlesen aus dem Matthäus-Evangelium, wo wir jahrhundertelange daneben gelegen sind. Die letzten Verse im Matthäus-Evangelium 28 heißt es: Geht nun hin! Das heißt, macht euch auf und kommt in Bewegung. Wir sind herumgesessen. Schöne Kaffeekränzchen, ja. Gemütlich beisammen sein. Geht nun hin, kommt in Bewegung. Ich garantiere euch, Gott wird viele von euch aus eurer Bequemlichkeitszone noch rausschleudern. In das weite, offene Meer. Und da werdet ihr wachsen fangen. Wisst ihr, wenn man einen Haifisch in einem Schwimmbad großziehen möchte, der wächst nie. Hau ihn ins weite Meer, der fängt an wachsen. Ich bin noch nie so gewachsen wie in den letzten 25 Jahren in Afrika. Gott hat mich gefordert in jeder Hinsicht. Denn Gott beruft nicht die Begabten, er begabt die Berufenen. Amen. Und er ist in den Schwachen mächtig. Also geht nun hin und macht zu Konfessionen. Ich weiß nur, ob ihr schlaft oder nicht. Macht zu. Und was, wen soll man zu Jüngern machen? Alle Nationen. Ihr habt den Auftrag, aus Deutschland einen Jünger zu machen. Und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Ihr Lieben, wir haben Kirchenmitglieder gezüchtet, Konfessionen, wir haben unsere eigenen Bastionen gebaut und sind total daneben gelegen. Ich bin so dankbar. Gott hat uns jetzt in Afrika, wir haben über 1000 Mitarbeiter, gesagt: Herr, schick uns jemanden, der uns zubereitet für die ewige Herrlichkeit als Jünger Jesu. Jetzt haben wir einen messianischen Juden, der unser geistlicher Leiter ist. Der schult alle 1000 Mitarbeiter, alle Moslems, alle Prostituierten, Jünger Jesu zu werden. Und wisst ihr, ein Jünger Jesu soll so werden wie der Papst? Entschuldigung, wie der Pastor? Wie Jesus. Wie Jesus. Und ich stehe auf dem Wort. Ich bin ein Jünger Jesu und ich werde immer jünger. Das könnt ihr auch in Anspruch nehmen. Amen. Jünger bleiben jünger. Weil sie das Leben Jesu ausstrahlen. Amen. Und wir sollen zu Jüngern werden. Wir sollen erkannt werden, dass wir so sind wie Jesus. Ihr Lieben, da gibt es in allen vier Evangelien heißt es, wirst du nirgends das Wort Christen finden. Die ganzen Evangelien, nie Christen, immer nur Jünger und Nachfolger Jesu. In Apostelgeschichte 11, 26 heißt es, als er ihn gefunden hat, brachte, es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen, eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Im 11. Kapitel von der Apostelgeschichte kommt das erste Mal das Wort Christen vor. Christen heißt die kleinen Gesalbten.
Christus, der große Gesalbte. Amen. Ich habe meinen Papa mal gefragt, sage ich, Papa, sag einmal, bist du eigentlich Christ? Sag, was hast du denn? Ich bin doch Österreicher. Ja, es gibt auch Deutsche, die glauben, weil sie in Deutschland geboren sind, sind die Christen. Ein Schmarrn bist du ein Christ, weil du hier geboren wurdest. Du wirst auch nicht zum Hamburger, wenn du zum McDonald's gehst. Oder zum Auto in einer Garage. Ihr Lieben, hört ihr mich? Wir sollen werden wie Jesus Christus. Amen. Also ich sag's euch, ich war römisch, wo die Haut mich berührt hat. Wenn einer diese Konfession angegriffen hat, hat er eine Löwin gesehen, eine Wilde. Und dann war ich in Amerika bei einer riesigen Erweckungskonferenz. Und nachher gab es Taufe. Waren 1000 Leute, die haben sich fast alle taufen lassen. Und gesagt, ich bin ja schon getauft als Baby. Bin schon getauft, da bin ich aber um den See herumgeschlichen und habe gehört, wie die taufen. Dann haben die getauft im Namen des Vaters, des Sohnes und haben gesagt, in den Tod und in die Auferstehung Jesu Christi. Dann habe ich gesagt, das habe ich nicht. Bin ich reingestiegen mit meinen Kleidern und habe gesagt, das will ich auch haben. Ich habe meinen Vater nie so wild gesehen, wie er erfahren hat, dass ich mich als Erwachsener habe taufen lassen. Das war Satan selbst, der ihn da geritten hat. Ihr Lieben, wir brauchen, wenn du als Baby getauft wurdest, ist es eine Weihe der Eltern, aber du musst es fix machen. Lass dich taufen als Erwachsener. In den Tod und in die Auferstehung Jesu Christi. Und du wirst sehen, das ist ein Unterschied. Und fang an zu lernen vom Heiligen Geist, wie er in dir den Traum, den Gott schon hatte, bevor du geboren wurdest, dir freisetzen will. Amen. Alle, die ihr Kinder habt, ihr habt sicher Träume gehabt für eure Kinder. Amen. Und was glaubt ihr? Was Gott hat? Der hat noch den besseren Traum als alle Eltern. Mit 10 Jahren habe ich schon gesagt, Herr, meine Jugend war, oder meine Kindheit war sehr traurig. Durch den Krieg, Hunger, dauernde Angst, Luftschutzkeller. Habe ich gesagt, aber Herr, hundertprozentig hast du einen Traum für mein Leben. Lass mich nicht sterben, bevor ich diesen Traum auf der Erde leben darf. Und heute lebe ich den Traum. Missionarin, ich bin die glücklichste Mutter, ich bin die glücklichste Afrikanerin. Sie nennen mich die schwarze Mutter mit der weißen Haut. Halleluja. Und ich habe tausende von Kindern, die mich Mama nennen. Ich wollte immer 10 eigene haben, ja? Das war mein Traum. Und mit 20 kriege ich das erste Mal das Wort Frohlocke, du Unfruchtbare, denn du wirst mehr Kinder, was habe ich gesagt, mehr Kinder, ich will eigene. Aber ich dachte, so ein Blödsinn, wer gibt mir denn da diese Schriftstelle? Ich werde mehr Kinder haben wie die Frucht. Nein, nein, ich will eigene. 5-mal habe ich diese Schriftstelle in den nächsten 10 Jahren bekommen. Und ich sage, die sprechen sich ab miteinander. Die waren aber von anderen Kontinenten, wisst ihr. Ich habe gesagt, lieber Gott, ist das wirklich dein Ziel? Sagt er, Maria, ich werde dir so viele Kinder geben, wie du dir jetzt noch nicht vorstellen kannst. Und wisst ihr, jetzt habe ich Kinder, die Prostituierten nennen mich ihre Mutter. Haha, das sind meine Kinder. Ehemalige Prostituierte, ich predige sehr viel in den Gefängnissen. Die Todeskandidaten haben herausgefunden, dass ich nie ein Kind geboren habe. Sagt Mama, aber das eine garantieren wir dir, wir sind alles deine Söhne. Mai habe ich gesagt, wieder sowas Edles. Die Verbrecher von Uganda, die Mörder sind meine Söhne. Aber ihr Lieben, das sind heute. Von 470 sind 400 frei und sind draußen und predigen das Evangelium. Amen. So, und jetzt möchte ich noch etwas euch vorlesen, lasst mal schauen. Weil, ja, über die Hölle könnte ich euch jede Menge von. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Also, wenn die auch schon anfangen schnarchen, dann weiß ich immer selbst. Ihr Lieben. Es gibt so viele Bibelstellen über die Hölle. Die Hölle ist eine Realität.
Und Gott schickt niemanden in die Hölle, wir schicken uns selbst. Wenn wir das Angebot nicht annehmen, das er uns gibt, Jesus, der alles für uns bezahlt hat, ja, dann braucht man uns nicht aufregen, wenn wir dann dorthin kommen, was wir verdienen. Die Menschen sagen immer, wenn ich sage, ich bin unverschämt gesegnet, sagen, ah Maria, das verdienst du doch. Sag ich, was? Das Einzige, was ich verdiene, ist der Tod. Alles andere ist Gnade und Gunst. Amen. Amen. In Matthäus Evangelium 5, 29 und 30. Wenn dir aber dein rechtes Auge einen Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. In Matthäus 7, 13, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Es tut mir immer so weh zu hören, viele gehen da hinein. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Bitte den Herrn, dass er dir zeigt, den schmalen Weg. Matthäus 10, 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. In der Offenbarung steht eine Schriftstelle, da heißt es, und sie haben ihn überwunden, die Christen haben den Teufel überwunden, durch ihr Zeugnis, durch das Blut Jesu und weil sie ihr Leben nicht geliebt haben bis in den Tod. Und dann haben wir auch viele Zeiten haben wir als Hauskirche gehabt und meine Kinder lieben es. Und wir lesen es jeden Tag zwei Kapitel in der Bibel, machen sie jetzt auch weiter ohne mich. Die Kinder lesen es und dann sagen sie zueinander, was sie daraus gehört haben vom Heiligen Geist. Und dann sage ich diese Schriftstelle meinen Kindern, sage ich, was kann das bedeuten? Meine Kinder sind von 3 bis 24 Jahre. Sagt so ein Kind, ich weiß nicht, was sie 7 oder 10, sagt sie, Mama, das kann bedeuten, dass wir als Märtyrer sterben müssen. Sag ich, ja, das kann das bedeuten. Sie haben ihr Leben nicht lieb gehabt bis in den Tod. Dann habe ich gesagt, wisst ihr, was das Allerschlimmste für mich wäre? Wenn sie euch Kinder vor mir quälen würden, damit ich mich von Jesus lossage. Das wäre das Allerschlimmste. Dann sagt ein Kind 10 Jahre, Mama, da musst du stark bleiben. Wir schauen auf Jesus. Je mehr sie uns quälen, umso schneller sind wir bei Jesus. Und dann kam der Knüller, sagt ein anderes Kind, ja, aber Mama, wir wären ja nicht schwach, wenn sie dich quälen. Dann habe ich gewusst, es ist echt. Wo hörst du das in der westlichen Welt? Das ist Afrika. Die haben eine Leidensbereitschaft. Uganda hat hunderte von Märtyrern im Fundament des Staates. Und darum wird auch die Erweckung für Afrika von Uganda ausgehen und die Erweckung der Welt von Afrika. Garantiere euch, die Afrikaner werden uns noch das reine Evangelium bringen. Nicht Konfessionen. Das ist ja immer, wenn große Konferenzen waren, habe ich immer wieder um Vergebung gebeten, was wir ihnen mit der Haut, Menschen mit der Haut, angetan haben. Dann ist immer jemand auf die Bühne und sagt, aber ihr habt uns Jesus gebraucht. Nur die Konfessionen hätte es euch da sparen können. Jesus und die Bibel wäre genug gewesen. Und da müssen wir wieder zurück. Jesus Christus und das Wort Gottes. Das ist die einzige Hoffnung. Amen. Und Christ, wisst ihr, Jesus hat gesagt, wir sollen, das muss ich auch davor, gebietet uns mir nicht rausschmeißen, okay? Ich muss wirklich nur was sagen. Und zwar in Matthäus 6. Das ist für mich so ein wichtiges Kapitel und es ist total up to date jetzt. Weil ja die Menschen, niemand kann zwei Herren dienen. Ja. Jeder bippert um seine paar Finanzen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels.
dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seine Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie einer von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, würde er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Und jetzt kommt's. Denn nach diesem allen trachten die Nationen oder die Ungläubigen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Und jetzt, trachtet aber zuerst, zuallererst, nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das andere wird euch was? Dann müsst ihr es euch nicht schwer verdienen, das andere. Wird euch zufallen. Ihr Lieben, ich werde vor Zufällen fast erschlagen. Fällt euch mein Kleid? Alles geschenkt, alles geschenkt. Ich habe zum Herrn gesagt, Herr, ich bin deine Repräsentantin auf der Welt, musst mich auch anziehen. Du weißt, mein Budget ist extrem klein, aber du hast ja andere Wege. Was ich geschenkte, ich komme gar nicht nachts mit dem Verschenken. Weil ich keinen Platz mehr habe für alles, was ich geschenkt bekomme. Aller Spuck, den ich habe, ist alles geschenkt. Ja, aber Freundin ist Juwelierin und alle halbe Jahr hört sie mal vom Herrn, sie soll mir was schenken. Dann habe ich zu ihr gesagt, ich habe schon genug. Nur, dass sie nicht gesagt hat, halt's mal. Hat sie gesagt, du bist still. Ich gehorche und du sagst Danke und da musst du es auch. Halleluja. Amen. Gott wird dich überhäufen mit Zufällen, wenn du zuerst was suchst? Sein Reich und seine Gerechtigkeit. Und alles andere wird dir zufallen. Amen. Und wenn ihr mal ein bisschen Glaubensnachhilfe braucht, dann kommst du nach Afrika, dann richte ich die Frage, Felix. Ihr Lieben, wir müssen von da oben da herunter. Ich muss sagen, also manchmal verzweifle ich fast mit unseren europäischen Gästen in Afrika. Da sehen sie eine Blume, sagen sie, wie heißt denn die, Maria? Sagen sie, das ist eine gelbe Blume. Dann sagen sie, dann schauen sie mich dumm an. Dann sagen sie, du willst den lateinischen Namen wissen, bevor du das genießen kannst. Das ist eine gelbe Blume, die Gott geschaffen hat. Amen. Der Mensch will alles in den Griff haben, indem er es weiß. Gott möchte dich in den Griff bekommen, damit er mit dir machen kann, was er will. Amen. Damit er mit dir machen kann, was er will, weil er hat die besten Pläne. Habe ich noch ein bisschen? Aber es schnarcht noch keiner. Halleluja. Ihr Lieben, Gott möchte uns ein Leben der Fülle schenken. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und das Leben in Fülle. Das heißt, er möchte euch lebendig machen in jeder Phase eures Seins. Bist du bereit zur Veränderung? Ich sag's euch, in unseren Tagen ist extreme Veränderung notwendig. Und zwar Veränderung, dass wir so denken anfangen, wie Gott denkt. Und nicht, wie die Welt uns einflößen möchte. Der Herr sagt, wir sollen jubeln, uns freuen, wenn wir die ganzen Sachen sehen, weil er bald kommt. Amen. Fang an zu jubeln. Und sag, Herr, ich freue mich, dass bald du kommst, um mich zu dir zu holen. In der Entrückung. Amen. Halleluja.
Halleluja. Steht auf in der Früh und freut euch und sagt, Herr, was ist das Abenteuer zwischen dir und mir heute? Amen. Ich mache es nur mal so. Wie ich nach Uganda gekommen bin, nach einer Woche, wollte ich wieder zurückfliegen, weil ich gesagt habe, wo fängt man da an, wo hört man da auf? Das ist ein Fass ohne Boden. Lieber Gott, lass ich mich wieder zurückfliegen. Da hat er gesagt, du bist nicht der Erlöser von Uganda. War ich wieder so groß mit Hut. Dann habe ich gesagt, ja, was tue ich dann? Nur, was ich dir jeden Tag zeige und sage. Und Jesus hat nur getan, was er dem Vater hat tun sehen im Himmel. Gebetet haben wir ja jahrzehntelang, jahrhundertelang. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Da müssen wir mal wissen, was im Himmel los ist. Muss fragen, was tust du im Himmel, damit ich sie auf die Erde holen kann. Amen. Und dann sind wir raus aus der Kirche. Ich, mich, meiner, mir. Herr, segne doch uns vier. Passt das zusammen? Nein. Jetzt müssen wir am Jordan, den Jordan überkreuzen. Und der Jordan, wisst ihr, das Rote Meer steht für die Taufe. Der Jordan steht für unsere Mitkreuzigung mit Jesus Christus. Die meisten Christen sind getauft. Sie sind aus der Welt heraus, aber die Welt ist aus ihnen noch nicht heraus. Und jetzt müssen wir mitgekreuzigt werden mit Jesus Christus. Galater 2, 19 und 20. Ich bin gekreuzigt mit Jesus Christus. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt lebe in diesem Fleisch, das lebe ich aus dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich hingegeben hat. Amen. Jetzt ist das Neue, nicht mehr ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier, sondern Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Amen. Amen. Wer möchte ein Tabernakel für Christus werden hier? Halleluja. Wer möchte hier weggehen mit der Gewissheit? Jesus hat für mich bezahlt. Durch seinen stellvertretenden Tod habe ich einen Freibrief in den Himmel zu kommen. Wer möchte mit dieser Gewissheit weggehen, der soll mit mir aufstehen und ich bete dann mit euch. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gib dem Herrn einen Klatschopfer. Als wunderbares Original. Danke, Vater, dass ich kostbar bin in deinen Augen. Und zwar so kostbar, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast. Der für mich bezahlt hat. Alles. Er hat alle Krankheiten getragen. Alle Flüche. Alle Sünden. Alle Ablehnung, alles. Danke, Herr Jesus, dass du für mich diesen Preis bezahlt hast. Und du am Kreuz sagen konntest, es ist vollbracht. Es bedeutet für mich, du hast alles bezahlt. Und Herr Jesus, ich öffne dir jetzt mein Herz und mein ganzes Leben. Und ich empfange dich als meinen einzigen Herrn und Meister, als meinen Erlöser, als meinen Friedefürst, als meinen besten Freund, als meinen Geliebten, als meinen Bräutigam, als den Anfänger und Vollender meines Glaubens, als meine Gerechtigkeit. Als meine Heiligkeit, Herr Jesus, du in mir bist meine Hoffnung auf Herrlichkeit. Durchströme mich jetzt von der Krone meines Hauptes
zu den Sohlen meiner Füße. Mit deinem Auferstehungsleben. Und Herr, wo immer noch Veränderung notwendig ist, mach es in der kürzestmöglichen Zeit. Und mit dem geringsten Aufwand und Schmerz. Ich will dir täglich ähnlicher werden. Ich will deine Stimme hören. Ich will deinen Willen auf Erden leben. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Durch mich auf Erden. Wie es im Himmel geschieht. Öffne mir die Augen und Ohren des Herzens. Damit ich die Weite, Breite, Länge, Höhe und Tiefe deiner Liebe erkenne. Sie voll und ganz empfange. Und dann herzhaft weitergebe. Danke, Herr Jesus, dass mein Name im Buch des Lebens ist. Und ich heute ewiges Leben empfangen habe. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du mit mir bist. Dass du für mich bist. Wer kann gegen mich sein? Ich liebe dich. Schenke mir jetzt Liebe für dein Wort. Schenke mir das Feuer des Heiligen Geistes. Und mach mein Leben fruchtbar. Indem ich vielen Menschen das Evangelium bringe. Und viele zu dir finden durch mein Leben. Ich gebe dir alle Ehre. Ich will den Traum leben, den du für mich hast. Und ich danke dir, dass du mein Gebet erhörst. Und dass ich mich freuen darf. Dass du mich liebst. Mehr als je mich jemand lieben könnte. Danke, Vater. Zeit uns nehmen, wenn jemand hier ist und sagt, ich möchte gern Gebet in Anspruch nehmen. Wir wollen jetzt das auch anbieten, möchte das Gebetsteam nach vorne einladen, dass ihr vielleicht so hier euch hinstellt. Wir wollen Lobpreis jetzt bleiben und geht einfach auf eine Gebetspersonenteam von uns zu. Und lass es für dich beten, vielleicht möchte Gott zu dir sprechen heute Abend. Vielleicht möchte dir was sagen, was du vielleicht schon in deinem Herz betest. Vielleicht bist du gekommen hier mit Schmerz, mit Krankheit oder mit einem Wunsch. Und der Herr wird dir Antwort geben, das kann ich euch 100% sicher sagen. Ich möchte euch noch sagen, der Herr sagt, heilet die Kranken. Jesus hat alle Krankheiten getragen. Ich liebe ihr Leben, ich habe mich entschieden, gesund zu sterben. Braucht ihr keine Krankheit zum Sterben? Jesus wird sagen, Maria, und weg bin ich. Ihr Leben, legt eure Hand dorthin, jetzt wo ihr ein Problem habt in eurem Körper. Der Herr sagt, werden den Kranken die Hände auflegen. Und ihr legt jetzt eure Hände, das sind heilende Hände, legt sie dorthin. Und Herr Jesus, ich bitte dich jetzt, dass der Strom deiner Gnade, der Heilungen, jetzt in diesem Raum sich manifestiert. Und dass meine Geschwister im Glauben jetzt ergreifen, dass du diese Krankheit schon getragen hast. Und dass sie im Glauben das annehmen und dranbleiben, Herr, dass du alles bezahlt hast und sie nichts mehr bezahlen müssen. Und wenn da irgendwo noch ein Fehlverhalten ihres Lebens dahinter steckt, dann bitte zeig ihnen, wo sie Umkehr brauchen.
wo sie näher zu dir kommen sollen, wo sie etwas verändern sollen in ihrem Leben. Komm, Heiliger Geist, und ich spreche Heilung in alle diese Körper jetzt hier, Geist, Seele und Körper, in Jesu Namen. Amen. Aber ihr könnt gerne noch vorkommen. Nehmt es in Anspruch. So, bete einfach kurz an dein Herz und sag, Herr, ich möchte gerne, dass du mir eine Antwort gibst. So. Die Kinder dürfen jetzt nach vorne kommen. Alle Kinder, bitte schnell nach vorne kommen. Ganz schnell, ganz schnell. Noch schneller, bitte, noch schneller. Jawohl. So, ihr habt gehört, ihr kriegt ein Geschenk, weil ihr schön brav war bis jetzt, gell? Und ich habe gehört, dass auch in Kinderstunde schön brav seid. So, ihr kriegt einen Ballon. Das sind die stärksten Kinder, dass der abends zum Gottesdienst kommen. Jawohl, Applaus, Applaus. Halleluja! Der Herr sagt, lass die Kleinen zu mir kommen. Er sagt, wir sollen werden wie die Kinder. Amen. Ich segne euch jetzt mit einer wunderbaren Kinderstunde, wo Jesus euch begegnet. Amen. Jawohl, da ist sogar eine gute Farbe aus Afrika da. Halleluja. Da fühle ich mich sofort zu Hause. Amen. Kinder, ihr dürft laufen. Ihr dürft in die Kinderstunde laufen. Amen. Ich segne euch in Jesu Namen. Mit Freude, mit Frieden, mit Kraft. Amen. Mit Glauben, der Berge versetzt. Halleluja. Okay. Habe ich schon was sagen? Wo kann man mehr was away? Ja, versteht das keiner. Wo kann man mehr was away? Das heißt, gepriesen sei der Herr auf Uganda. Halleluja. Gepriesen sei der Herr. So ein schwaches Echo. Gepriesen sei der Herr. Langsam habt ihr kapiert, um was es geht. Ihr Lieben, wir sind in der aufregendsten Zeit, die diese Welt je erlebt hat. Wer glaubt, dass wir in der Endzeit sind? Wer glaubt, dass wir am Ende schon fast von der Endzeit sind? Ihr Lieben, wenn ihr das noch nicht kapiert habt, dann braucht ihr noch ein paar Schocks. Ich sag's euch, wir sind jetzt gefragt, wie noch nie in der Geschichte. Und zwar, dass wir eine klare Linie haben in unserem Leben. Es gibt kein ein bisschen hier, ein bisschen da. Du bist entweder da oder da. Amen. Entweder bist du auf dem Weg zum Himmel oder auf dem Weg zur Hölle. Und ich möchte, dass keiner von euch auf dem Weg zur Hölle bleibt, wenn er dort noch ist. Neulich, bevor ich jetzt hergeflogen bin, vor 2 Wochen, sitzen ein Mann und eine Frau auf meiner großen Veranda und ich habe gar nicht gewusst, warum die da sind, aber ich sage, entschuldigt, aber ich möchte euch eine Frage stellen. Wenn Gott euch heute abberufen würde, wo würdet ihr hingehen? Sagt die Frau, ich entscheide mich für den Himmel. Er sagt, ich hoffe in den Himmel. Sag, ihr seid beide auf dem Weg zur Hölle. Niemand kommt durch Hoffnung in den Himmel und keiner kommt durch seine Entscheidung in den Himmel. Habt ihr es kapiert? Es geht um viel mehr. Wir haben keine Zeit mehr, halb hingegeben, halbherzig entschieden zu sein. Du bist entweder auf dem Weg oder auf dem. Und Jesus könnte jeden Tag kommen. Und es gibt eine Hölle, ihr Lieben. Und es gibt einen Teufel. Und der will möglichst viele noch mit sich reißen. In die ewige Verdammnis. Und ewig, 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 es hört nie auf. Da ist dieses Leben auf dieser Welt nur ein Hauch. Verglichen zu dem, was uns erwartet.
Ich hoffe, ich schockiere euch in den Himmel hinein. Halleluja. Ich will keinen in der Hölle sehen. Im 2. Korinther 5,20 lesen wir: So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir brauchen Versöhnung mit Gott. Wir sind Botschafter Jesu Christi. Ihr Lieben, vor vielen Jahren kam der Fürst Castell mit seiner Frau uns besuchen in Uganda. Und dann gab er mir eine Botschaft: Maria, wenn ein Aristokrat von einem Land in ein anderes Land kommt, wo es einen König gibt, muss da ein Besuch stattfinden. Mach uns einen Termin beim König von Buganda, das ist der größte. Wir haben 9 Könige in Uganda, obwohl wir eine Republik sind. Aber 9 Könige, die sind alle in bester Harmonie mit dem Präsidenten. Und den größten, da wohne ich dort, wo der größte ist. Dann habe ich gedacht, so, das ist ja lustig, ich soll einen Termin beim König von Buganda kriegen. Dann habe ich gesagt, ja, aber wie mache ich das? Dann sagt er, ruf den deutschen Botschafter an, der wird dir helfen. Ich rufe den deutschen Botschafter an, habe ich auch noch nie getroffen. Sag ich, brauche einen Termin beim König von Buganda, können Sie mir helfen? Ein Aristokrat aus Deutschland kommt und will den König besuchen. Sagt er, ja, ja, komm zu mir ins Büro. Gibt uns einen Termin, wir sitzen im Vorraum. Und da denke ich mir, das wird jetzt spannend. Wen hat die deutsche Nation ausgesucht, um das ganze Land Deutschland in Afrika zu vertreten? Das ist jetzt spannend. Also bin ich so wirklich gespannt. Weil die Person wird für alle Afrikaner, die ihn treffen, die Ausstrahlung haben der Nation Deutschland. Alle Afrikaner glauben, Deutschland ist so wie der Kerl. Und ich habe gespannt gewartet. Und dann kommt ein Hühner herein mit weißem Haar. Und der, also sofort habe ich gesagt, jetzt sind alle Probleme weg. Jetzt wundert es mich nicht mehr, dass alle Afrikaner nach Deutschland wollen. Bei der Ausstrahlung. Dann sagt der Herr zu mir, genauso möchte ich, dass du mein Reich ausstrahlst. Du bist ein Botschafter des Königs aller Könige. Amen. Kannst du da alles tun, was du willst? Nein. Ein Botschafter hat strenge Vorschriften. Amen. Du bist verantwortlich für alle Menschen, die dich sehen. Bist du ein Liebesbrief Gottes oder halt was anderes? Aber Gott möchte, dass du ein Liebesbrief Gottes bist. Amen. Gott möchte, dass neben dir die Menschen Gänsehaut kriegen, weil der Heilige Geist so präsent ist. Amen. Gott möchte, dass sie in dir die Hoffnung sehen, nach der sich jeder sehnt. Den Frieden, den die Welt nicht geben kann, die Freude, die die Welt nicht geben kann. Amen. Ich habe jahrzehntelang gebetet. Wisst ihr, ich, laut Geburtsschein, bin ich im 84. Jahr. Nein, das ist nicht mein Alter. Am 80. Geburtstag habe ich mit dem lieben Gott ein Interview gehabt. Habe ich gesagt, lieber Gott, können wir uns über etwas unterhalten? Haben wir noch viel Arbeit auf der Erde oder gehen wir bald nach Hause? Ich bin für alles bereit, nur wäre es schön, wenn du mich ein bisschen informierst. Dann höre ich laut, Maria, es wird alles viel, viel schneller werden. Das ganze Werk in Afrika kommt auf eine hohe internationale Ebene von Verantwortung und du wirst so viel Freude haben, dass du es kaum ertragen kannst. Sag ich, wow, das klingt gut. Das klingt gut, Papa, aber warum? Sag mal, bin ich nicht normal? Warum habe ich keinerlei Beziehung zu der blöden Zahl 80? Wenn mir jemand sagt, ich bin 5, glaube ich, ist genauso wie 80. Bin ich nicht normal? Sagte Maria, den Geburtsschein kannst du von jetzt an vergessen. So, das war bisher immer mein Bezug, ja? Nein, Maria, das ist nicht mehr dein Alter. Wer ist dein Leben? Jesus Christus. Und ihr Lieben, da ist mir sofort der Licht aufgegangen, der ist nie älter wie 33 geworden. Wenn du mir sagst, ich bin 33, ich glaube dir, aber der Rest ist dein Problem.
Ich erlebe ein Verjüngungswunder nach dem anderen. Ihr Leben, wie der Mensch denkt, so ist er. Amen. Da oben spielt sich das meiste ab. Ich sehe mich 33. Und jetzt habe ich schon, jetzt habe ich das meinem Verlag erzählt, ja, wie ich ein Buch schreiben darf. Ich bin 33 Jahre, weil Jesus mein Leben, ich bin und bleibe 33 Jahre, weil Jesus mein Leben ist, der Rest ist Lebenserfahrung. Haben gesagt, Maria, schreib das Büchlein. Wir müssen die Altersheime räumen. Die Menschen im besten Alter sitzen da oben, schauen den blöden Fernseher dauernd an, verblöden dabei, wenn sie sehr aktiv sind, gehen sie nur mit dem Mund spazieren. Aber sonst versauern sie und hätten noch so viel zu geben, hätten noch so viel zu investieren. Ich würde mich sehnen in Afrika nach Pensionisten im Höhepunkt ihrer Erfahrung, dass sie kommen und unseren Afrikanern zeigen, wie man die besten Betten macht, die besten Kästen, wie man schweißt, wie man Auto repariert. Also ich wäre so glücklich. Und es wäre ein erfülltes Leben für dich. Amen. Ihr Lieben, ich habe jetzt bis jetzt haben wir fast 18.000 Kinder in die Schule geschickt. Davon sind ganz viele Ärzte, Rechtsanwälte, aber auch viele Handwerker. Ich fördere das Handwerk sehr. Weil der Herr sagt, er segnet die Arbeit unserer Hände. Also die Arbeit unserer Köpfe segnet er nicht sehr gut. Müsst ihr zugeben, das ist der Baum der Erkenntnis, von dem wir ja nicht essen sollten, ja, sondern vom Baum des Lebens. Amen. Ja, und Satan hat, wie er aus dem Himmel herausgeworfen wurde, noch ein Drittel der Engel mitgerissen. Sind die heutigen Dämonen. Und dann war sein Ziel, diese Erde unter seine Kontrolle zu kriegen. Und wisst ihr, der ist nicht blöd, der Teufel. Der hat gewusst, wenn er die Eva auf seine Seite kriegt, der Mann, Adam, ist so glücklich, dass er endlich ein Gegenüber hat. Der tut alles, damit er sie nicht verliert. Wenn er die auf seine Seite kriegt, die bringt schon ihn auf seine Seite. Und es ist ihm gelungen. Wir Frauen haben einen enormen Einfluss, ihr Lieben. Aber wir müssen sehr aufpassen, unter welchem Geist wir stehen. Sonst sind wir extrem gefährlich. Eine Person glaubt es. Amen. Gleichzeitig hat uns Gott aber eine Gabe gegeben, die die Männer nicht haben. Ist da oben? So der sechste Sinn, wisst ihr? Mein Mann hat immer gesagt, spürst du da was? Sagen wir es wenigstens. Dann kann ich es vor Gott prüfen. Amen. Das hat meistens gestimmt. Ich war immer bereit, den Weg zu gehen, den er vor Gott entscheidet. Ja, und jetzt haben wir tausende von Jahren unter dem Fluch Satans gelitten. Der damals Eva überzeugte, dass sie, wenn sie von dem Baum der Erkenntnis isst, dass sie dann so sein wird wie Gott. Und es war das Ziel. Schaut mal an, was da passiert ist, dieser Turmbau von Babel, wo sie einen Bau bauten wollten, bis in den Himmel hinauf. Der Mensch will Gott sein. Und das ist Hochmut zur Potenz. Wir sind die Geschöpfe Gottes. Und wir sollen Gott verherrlichen auf dieser Welt, indem wir demütig sind. Und demütig heißt nicht, sich selber klein machen, sondern Gott groß machen. Amen. Nicht uns selbst groß machen, sondern Gott groß machen. Und Gottes Fürchtig, die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Weisheit. Und Gottes Fürchtig sein heißt nicht zittern vor ihm, sondern ihn respektieren und seine Gesetze und seine einfach alles, was er tut und getan hat, schätzen und ehren. Lest einmal 5. Mose 28, da lest ihr über Fluch und Segen. Was glaubt ihr, was das wichtigste Wort in der Bibel ist? Wenn. Ihr habt schon meine Tonbänder gehört. Wenn ist das wichtigste Wort. Wenn wir tun, was er uns sagt in seinem Wort, dann wird er tun, was er verheißen hat. Amen. Amen. Ihr Lieben, haben wir
in den letzten Jahrzehnten getan, was Gott gefällig ist? Also wenn ihr habt Glück, dass ich da drüben nicht sitze. Ich hätte schon Angst haben geschlagen. Ich habe gesagt, das ist hoffnungslos mit der Menschheit. Wahnsinnig, was wir mit dem 6% da oben gemacht haben. Bin froh, dass Gott uns nicht mehr gelassen hat. Ein messianischer Jude hat eine Predigt gehalten und hat gesagt, die westliche Welt hat nicht nur vom Baum der Erkenntnis gegessen, die haben vom Baum der Erkenntnis gefressen. Und dann sehen wir, was daraus geworden ist. Das ist die verrückteste Zeit, die diese Welt je gesehen hat. Amen. Das ist ein Lügengebäude ohne Ende. Weil wir wissen, Satan weiß, seine Zeit ist kurz. Als Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht, war das das Todesurteil für Satan. Ich habe alles bezahlt, hat Jesus gesagt. Deine Zeit ist jetzt vorbei. Und dann ist Jesus, Satan hat natürlich geglaubt, er tötet Gott. Jesus hat den Geist aufgegeben. Als sie sein Herz durchbohrt haben, war da schon Blut und Wasser, der war nicht mehr zu töten. Satan hat ihn nicht getötet, unsere Sünde hat ihn getötet, den Menschen. Aber Christus hat den Geist aufgegeben und ist in die Hölle gefahren. Jetzt hat der Teufel natürlich geglaubt, der kommt sogar freiwillig. Ja, der ist gekommen, um alle Rechte wieder abzunehmen, die Satan durch Hochverrat von Adam und Eva bekommen haben. Weil er die Sünde ist bezahlt. Und wenn die Sünde bezahlt ist, dann hat der Tod keine Macht mehr. Amen. Und dann hat Jesus mit dem, wie er wieder alles zurückgenommen hat, ist er aus eigener Kraft auferstanden. Und dann haben diese Jünger geglaubt, wow, jetzt ist er wieder da, jetzt wird er alles wieder so richten, wie es war, und vielleicht noch besser. Dann hat er 40 Tage gepredigt, Reich Gottes Prinzipien. Ich würde euch heute raten, das Buch zu kaufen, 40 Tage Reich Gottes Prinzipien, das von Strahlen der Freude zusammengefasst wurde, denn im Reich Gottes, ihr Lieben, ist anders denken wie in der Welt. Das sind die Letzten, die Ersten. Amen. Da ist der Herr stark in dem Schwachen. Und so weiter. Es kommt jetzt eine Zeit, wo ganz andere Prinzipien gelten werden, als die Prinzipien der Welt. Gut, und dann nach 40 Tagen haut er wieder ab, ohne eine Warnung. Die waren entsetzt, sie sind wieder weg. Die Engel haben gesagt, genauso wie er jetzt abgezwitschert ist, wird er auch wieder kommen. Und der Jesus hat gesagt, er kommt am Morgen des dritten Tages. Jetzt sind seiner Auferstehung sind und seinen Tod am Kreuz und seiner Auferstehung sind 2000 Jahre vergangen und wir sind schon im dritten Tag. 2000 Jahre sind 2 Tage. Jetzt sind wir am dritten Tag. Er hat gesagt, er kommt am dritten Tag wieder. Ihr Lieben, ich warte jeden Tag auf ihn. Jeden Tag. Am Abend sage ich immer, heute hast du es wieder nicht geschafft. Herr Jesus, ich gebe dir morgen wieder eine Chance. Halleluja. Nein, ich habe gesagt, arbeite doch an der Brautkammer ordentlich, damit der Papa endlich zufrieden ist. Weil der Herr Jesus weiß selber nicht, wann er kommen kann. Der muss warten, bis der Vater ihm sagt, die Brautkammer ist schön genug. Jetzt kannst du die Braut holen. Ich habe gesagt, Herr, es muss nicht hundertprozentig sein. Ich bin schon zufrieden, wenn ich nur mit dir abhauen kann. Amen. Ihr Lieben, wir sind die Generation, die höchstwahrscheinlich die Entrückung erleben wird. Amen. Denn ihr könnt die Offenbarung lesen. Ich glaube, ab dem dritten Kapitel, nach dem dritten Kapitel gibt es die Gemeinde nicht mehr. Ihr habt gesagt, Herr Jesus, du bist doch ein Liebhaber, du bist doch unser Bräutigam, der lässt doch seine Braut nicht jämmerlich leiden. Sagt er, nein, ich hole euch schon vorher ab. Jetzt haben wir nur so ein bisschen Kostprobe, wisst ihr, von dem Lügen. Der Teufel ist ein Lügner. Der Vater der Lüge. Er ist ein Verführer, er ist ein Verwirrer. Er ist ein Mörder, er stiehlt. Alles sehen wir jetzt. Alles, ein Durcheinanderbringer. Aber nur die, die nicht
die Sprache der Hölle sprechen. Die Sprache der Hölle ist Angst. Und Angst auf Englisch heißt Fear. F-E-A-R. False evidence appearing real. Falsche Tatsachen erscheinen uns als real. Ich habe noch nie, wisst ihr, ihr lieben Deutschen, ich muss euch sagen, ihr habt eine Gabe, die fantastisch ist, aber gleichzeitig verheerend. Ihr seid die besten Nachfolger. Ich habe noch nie so ein gehorsames Volk gesehen, mit so einem Kadaver gehorsam. Aber ihr habt keine Ahnung, wem ihr nachfolgt. Ich folge meinem Herrn Jesus Christus nach. Amen. Und ich garantiere euch, die, die auf Jesus fixiert sind, die die Sprache des Glaubens sprechen, Glaube auf Englisch heißt Faith, F-A-I-T-H, for all I trust him, für alles vertraue ich ihm. Amen. Ihr Lieben, es braucht jetzt Menschen, die Eigenverantwortung übernehmen. Du kannst dich nicht verantworten vor Gott, weil irgendeine Regierung was bestimmt hat. Amen. Es gibt ein Limit zum Gehorsam. Amen. Genauso wie eine Frau ihrem Mann untertan sein soll. Aber wenn der Mann sagt, jetzt haben wir schon 4 Kinder, du bist wieder schwanger, das drehen wir jetzt ab. Muss die Frau dem Mann gehorchen? Nein. Wenn sie es tut, ist sie mal drin. Kann sie sich nicht vor Gott rechtfertigen. Mein Mann wollte es, hat sie gesagt, ja Moment, das war dein Leib, in dem das Kind war. Amen. Wenn eine Regierung von mir etwas verlangt, wo ich im Herzen spüre, das ist nicht aus dem Reich Gottes geboren, habe ich den Auftrag zu widerstehen. Nicht rebellisch oder was, sondern in sagen, nein, ich muss meinem Gott mehr gehorchen als in der Regierung in dieser Welt. Wisst ihr, ich lerne sehr viel von den Helden im Wort Gottes. Der Daniel, der hat Leute gehabt, die sehr eifersüchtig waren auf ihn. Und die haben den König überzeugt, dass er ein Gesetz erlassen soll, dass jeder, der von einem anderen König außer ihm, den Regierenden, etwas will, dass der vor die Löwen geworfen wird. Sie wollten natürlich den Daniel treffen, den wollten sie beiseite räumen. Ist er jetzt zitternd nach Hause gegangen und hat alles zugesperrt? Weit hat er die Fenster aufgerissen. Und hat 3-mal am Tag laut zu seinem Gott gebetet. Und die haben gewartet da draußen. Wow, Taman aber. Und er wurde in die Löwengrube geworfen. Habe ich gesagt, Herr, warum haben die Löwen ihn nicht gefressen? Die waren ja hungrig. Sagt er, die haben kein Fleisch mehr gerochen. War nur mehr Geist. Amen. Da war keine Angst. Da war keine Todesangst, der war bereit. Und die haben geschnurrt wie Kätzchen neben ihm. Halleluja. Und der König hat die ganze Nacht gefastet und gebetet und gehofft, dass der Gott von dem Daniel ihn beschützt. Und in der Früh lief er hin und hat gesagt, Daniel, Daniel, hat dein Gott dich gerettet? Schreit er, jawohl, König. Und dann wurden alle die, die das verursacht haben, mit ihren Frauen und Kindern hineingeworfen. Und die Löwen haben die schon in der Luft gefressen. Gott sucht Daniels in unseren Tagen. Er sucht Königin Esther. Er sucht Joshuas und Kalebs. Er sucht Jünglinge, die im Feuer tanzen. Amen. Und da können die Feiglinge natürlich nicht mitmachen. Wisst ihr, wie ich gelesen habe, dass die Feiglinge in der Bibel mit den
Mördern aufgezählt werden. Ich war ein Feigling, ja? Boah, da habe ich Buße getan. Boah, ich bin kein Feigling mehr, das sage ich euch. Ich will nicht mit den Mördern aufgezählt werden. Und da habe ich gespürt, in mir wohnt ein Angsthase. Und habe ich gesagt, Herr, das bringt doch dir keine Ehre. Das ist der Tempel des Heiligen Geistes, da wohnt ein Angsthase drinnen. Ich sage, Löwe von Juda, komm, komm mal rein. Und der hat gemacht und der Hase war weg. Und der ist immer noch weg. Amen. Und der wird nie mehr kommen. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Und da soll gar nichts anderes Platz haben da drinnen. Außer der Heilige Geist. Aber wisst ihr, wir sind Botschafter, wir haben keine Zeit mehr halb hingegeben. Ein halber Christ ist ja ganz erwischt. Ihr Lieben, nicht die Konfessionen bringen uns in den Himmel. Meine Güte, ich sage euch immer so viel zusammen, eine Stunde ist mir zu kurz. Nein, das ist zu wenig, also das kann ich nicht, Entschuldigung. Also, wisst ihr. Also Satan ist jetzt dabei, möglichst viele Menschen auf seine Seite zu kriegen und mit sich in die Hölle zu reißen. Und Gott hat jetzt eine Zeit zugelassen, wo so eine scharfe Trennung auf der ganzen Welt stattfindet. Zwischen gläubig und religiös. Ihr Lieben, die Religiösen, die tun was, um was zu bekommen. Aber die Gläubigen tun alles, weil sie schon alles bekommen haben. Das ist ja auch die Trennung zwischen Hure und Braut. Der Herr hat zu mir mal vor Jahren gesagt, du bist eine Hure. Sag ich, was? Weit und breit kein Mann und ich soll eine Hure sein? Das muss man jetzt erklären. Dann hat er gesagt, du tust alles, nur dass die Menschen dich lieb haben. Wow! Ich habe nicht gesündigt, aber ich habe immer nur geschaut, wie ich Menschen so beeinflussen kann, dass sie mich lieben. Haha. Ihr Lieben, ob ihr mich mögt oder nicht, ist mir schnurzegal jetzt. Gott liebt dich! Gott liebt dich! Und jeder, der mich trotzdem liebt, ist ein Bonus, aber nicht mehr das Fundament. Amen. Wenn du einmal weißt, wie Gott verknallt ist in dich, dann musst du doch nicht mehr rumrennen und betteln. Dann hat er gesagt, Maria, solange du noch geliebt werden willst, kann ich dich nie gebrauchen. Denn dann bist du manipulierbar. Mich manipuliert keiner mehr. Ich will nur mehr respektiert werden. Und wenn ich die Leute respektiere, dann werden sie auch die Richtigen lieben. Amen. Halleluja. Ihr könnt alles Mögliche von mir erzählen, das berührt mich überhaupt nicht. Wenn es gut ist, zur Ehre Gottes, Halleluja, und beim anderen schmunzle ich nur. Ich sag's euch, wenn wir in den Fußstapfen Jesu gehen, da kriegen wir nicht nur gute Nachrede. Ich bin so gesegnet in Afrika, dass die Leute mich fragen, wo ich meine finanziellen Techniken her habe. Ich brauche im Monat 600.000 bis 800.000 Euro, um dieses Werk laufen zu lassen. Ich habe über 1.000 Mitarbeiter, fast 10.000 Kinder, die zur Schule gehen. Wir bauen dauernd, aber nicht, weil ich es will, sondern weil Gott sagt, kauft Landereien, bau Krankenhäuser, bau Schulen. Und jetzt hat er mir gesagt, ich soll Flüchtlingswohnungen für Europäer bauen. Ich habe schon ganz viele gebaut. Und ich vertraue, wenn Gott zu dir spricht, bitte nicht kommen, wenn du nur ein bisschen Interesse hast, sondern wenn Gott zu dir spricht, Uganda, 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 du kannst nicht mehr schlafen vor lauter Uganda, Uganda, dann komm uns mal besuchen und schau dir es an. Wir leben wie die Maden im Speck da drum. Afrika wird das Auffanglager für den Leib Christi. Hätte Jesus überlebt ohne Afrika? Ha?
musste nach Ägypten flüchten. Was wie Mose, Josef, Abraham. Afrika hat den Ruf, den Leib Christi, für den Leib Christi Schutz zu geben. Und ich sag's euch, verglichen zu hier, Jesus lebt in Afrika. Da ist er sehr zu Hause. Wir haben 80% Christen in Uganda. Ich war so glücklich, wie ich den ersten Ungläubigen erwischt habe. Jeden, den ich gefragt habe, kennst du Jesus? Und der hat mir angefangen zu predigen, verstehst du? Da war ich Moment. Aber wer sich jetzt bekehrt, ist für mich eine totale himmlische Überraschung. Hunderte von Prostituierten bekehren sich. Wir haben einen ganz großen Dienst begonnen. Schon über 300 sind bekehrt, getauft, werden, gehen jetzt durch Jüngerschaftstraining. Ihre Kinder haben in unsere Schulen genommen und jetzt dürfen diese Frauen alle einen Beruf erlernen. Aber es warten noch über 600. Und wir erwarten alle. Und wisst ihr, wer noch sich bekehrt, wie verrückt? Die Moslems. Wir haben schon 400 Moslems, die so heiß sind für Jesus. Haben sie zu mir gesagt, Mama, wir waren bereit, mit einer Bombe zu sterben für den blöden Dings da. Was meinst du, um wie viel mehr wir bereit sind zu sterben für Jesus Christus, der alles für uns bezahlt? Das Missionsfeld vor der Haustür, aber ihr habt es nur noch nicht begriffen. Diese Menschen müssen durch uns die Liebe Gottes erfahren. Amen. Gott hat mir einige Male schon gesagt, ich soll in einem total muslimischen Gebiet, sehr arm, Schulen bauen, Krankenhäuser. Und dann rufe ich immer die ganze politische und auch die geistliche Leitung zusammen. Und da sage ich, ihr Lieben, ich bin eine heiße Nachfolgerin Jesu Christi. Und er gibt mir die Erlaubnis, bei euch Entwicklung zu bringen. Aber nur, wenn ihr uns einladet. Sonst kommen wir nicht und lieben euch trotzdem. Jetzt gebe ich euch eine Woche Zeit zum Nachdenken. Und ich sage, außerdem solltet ihr einmal die Idee haben, mich frühzeitig in die ewige Herrlichkeit abzubefördern. Dann verdaue ich, dass meine letzten Worte Quagalanio sind. Das heißt, ich liebe euch. Alle haben sie bisher gesagt, komm, kannst bei uns machen, was du willst. Ich garantiere euch, wenn ihr mir was antut, habt ihr die Moslems am Nacken. Die lieben mich und ich liebe sie. Ich sage ihnen immer, euch liebe ich. Den Koran nicht, aber euch. Ihr Lieben, wir haben hunderte von armen muslimischen Kindern in unseren Schulen. Und alle diese Vormünder müssen unterschreiben, dass sie erlauben, dass unsere Kinder, weil unsere ganzen Paten Christen sind, im christlichen Glauben erzogen werden. Sie werden nicht den Koran gelehrt in unseren Schulen, das sollen sie zu Hause machen. Wir werden keinen zwingen zu konvertieren. Aber wir wollen, dass sie Jesus Christus kennenlernen. Der Reihe nach erkennen die Kinder, Jesus ist der Erlöser dieser Welt. Und vom höchsten Führer, gerade die Tochter, 15 Jahre, Papa, ich will mich taufen lassen, ich weiß, Jesus ist der Erlöser dieser Welt, ich will mit ihm leben. Ich erfahre das, bin ich sofort zu ihm gefahren. Sage ich, du, weißt du, das ist für uns schon eine große Freude, wenn deine Tochter erkennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das glaube ich auch mit ganzem Herzen. Das kann nicht die Intelligenz oder das kann ja niemand gesagt haben, außer der Heilige Geist. Und ich will sich taufen lassen. Sie ist 15 Jahre. Wir taufen sie nicht. Die ist ja unter deiner Autorität. Außer du gibst die Erlaubnis. Jeder hat noch gesagt, wann ist das Datum? Keiner hat die Taufe verweigert. Und ich sage, alle kommt jetzt zur Taufe. Ich möchte, dass ihr das Kind segnet und dem Kind, dass die Verheißung, das Versprechen vor mir gibt, dass es nie verfolgt wird, um seines Glaubens willen. Und das tun sie alle. Wir haben hunderte von solchen Kindern,
die, wo die Eltern sagen, mein Kind ist so verändert. Ich habe nie geahnt, dass ich so ein wunderbares Kind habe. Und Jesus hat die Veränderung gebracht. Amen. Amen. Ihr Lieben, wir sind die Vertreter, Botschafter Jesu Christi auf dieser Welt. Amen. Ich habe meine Kinder erzogen schon sehr früh, dass sie auch ohne mich leben können. Und ich habe sehr früh schon ihnen Geschichten, immer wieder biblische Geschichten gelesen. Ich habe einige Kinder adoptiert, darunter auch ein 9-monatiges Mädchen. Und wie die 3,5 Jahre war, so in dem, jetzt wie es zur Osterzeit kam, eine Österreicherin und sagt zu meiner Tochter, Angel, jetzt kommt dann bald der Osterhase, freust du dich? Sagt sie, den Blödsinn glauben wir in Afrika nicht. Ich war so stolz. Sagt sie, ja, was glaubt denn ihr dann? Ja, nicht an Hasen und Eier, da glauben wir nicht. Aber Jesus ist gestorben. Und er lebt. Und wir freuen uns, dass er lebt. Amen. Ich war 3,5 Jahre. Oder 4. Ich habe meinen Kindern immer erlaubt, mit mir zu sprechen, auch mich zu unterbrechen, wenn ich mit der Erwachsenen spreche, weil aus dem Mund der Kinder können wir oft Wahrheiten hören. Und dann wollte sie mitreden mit der Dame und mir. Sagt diese Dame zu, Angel, bist ja noch so klein, kannst doch nicht mit den Erwachsenen mitreden. Sagt sie, ja, ich bin nur sehr klein. Aber in mir wohnt ein großer Gott. Wer wohnt in dir? Ein großer Gott? Wenn er noch nicht tot ist, lade ihn ein. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Ich sag's euch, die nächsten, weiß ich was, 50 Jahre, die Gott mir noch gibt. Amen. Ich will jeden Tag leben, den er will, aber kann länger. Werde ich bemüht sein, Gott aus den Häusern herauszubringen und in die Herzen hinein. Amen. Gott wollte nie in Häusern leben. Amen. Der will in dir und in mir leben. Amen. Halleluja. Du, ich schau nicht auf die Uhr, gell? Und jetzt ist die Zeit, den ganzen Weg mit Gott zu gehen. Ihm das ganze Leben zu geben. Wenn wir das tun, wird er uns solche Salbung, eine solche Kraft und Ehre und Güte zurückgeben, dass wir für ihn scheinen werden. Und das lese ich euch jetzt vor aus dem Philipper. Philipper 2, kannst du liegen lassen. In Philipper 2, da heißt es in Vers 15, tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Leben wir in einem verdrehten Geschlecht? Und das soll mal was sein? Unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter der Welt. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Ihr Lieben, wir sind berufen, das Licht der Welt zu sein. Was sind wir berufen? Das Licht der Welt zu sein. Wir sind berufen, Salz in dieser Welt zu sein. Wir sind berufen, Vertreter des Königs aller Könige zu sein. Ihr Lieben, aber jetzt geht's zur Substanz. Ich möchte euch jetzt ein paar Sachen vorlesen, die sehr wichtig sind und nehmt euch die zu Herzen, bitte. In Johannes 3, 16 bis 18 heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt geschickt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Was ist der Schlüssel für unser ewiges Leben? Glauben.
Glauben an das Richtige, ja? Und das Richtige, einzig Richtige ist Jesus Christus. Nur durch Glauben an Jesus Christus bist du gerettet. Nicht, weil du einer besonderen Konfession angehörst. Und schon gar nicht, weil du geimpft wurdest. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Es gibt nur einen Weg. Für die ganze Welt. Jesus Christus. In Apostelgeschichte 4,12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Wie heißt der Name? Jesus. Römer 10,3. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Werden die anderen auch gerettet werden? Nein. 1. Timotheus 2,4. Unser Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass keiner von uns verloren geht. Aber wir müssen das Rettungsseil annehmen, das er heruntergeschickt hat. Johannes 5,24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Ihr Lieben, so, so hart es klingt, aber jedes Baby, das geboren wird, wenn es nicht neu, also jeder Mensch, der geboren wird, muss eine neue, eine Wiedergeburt erleben. Wir werden alle mit der sündhaften Natur Satans geboren. Wir brauchen eine neue Natur. Die Natur Jesu Christi. Amen. Sonst kannst du dich anstrengen, lebenslänglich. Wir haben dreckige Hände, mit dreckigen Händen kannst du nie eine saubere Arbeit leisten. Wenn es einen Weg gegeben hätte, mich selbst zu erlösen, ich hätte ihn gefunden, ihr Lieben. Weil ich mir gedacht habe, ihr bist lebenslänglich angestrengt, ein braver Mensch zu werden. Und da bin ich draufgekommen, Jesus ist nie gekommen, um auf bösen Menschen brave zu machen. Nie. Sondern als Toten Lebendige. Er möchte dir ein neues Leben geben. Er möchte dich aktivieren in jeder in allen Teilen deines Lebens. Amen. Ich habe mich bei Gott beklagt und gesagt, Herr, ich streng mich ja so an. Sagt er, ja, du bist sehr anstrengend. Das war der letzte Todesstoß in meine selbstgebastelte Erlösung. Und dann habe ich erkannt, ewiges Leben ist ein Geschenk. Dass nur die erkennen, die wissen, ich bin's nicht, ich hab's nicht, ich kann's nicht in meiner eigenen Kraft. Ich bin ein absoluter, hoffnungsloser Versager in meiner eigenen Kraft. Und jetzt kommt der beste Aberglaube. Aber Jesus kam für die Versager. Und er will in uns Raum gewinnen. Und je mehr du weißt, dass du ihn brauchst, umso mehr bekommst du von ihm. Wir haben einen wunderbaren Gebetsberg, kam ein Deutscher, ein tüchtiger Geschäftsmann auf den Gebetsberg. Haben wir gedacht, ich muss ihn fragen, was der da sucht. Dann habe ich gesagt, was erwartest denn du hier? Sag ich, ich will mehr von Gott. Dann habe ich gesagt, dann gib ihm mal mehr von dir. Du bist ja viel von dir selber. Der hat ja keinen Platz. Könnt ihr mich hören? Die Wahrheit macht uns miserabel, bevor sie uns frei macht. Der hat mich blöd angeschaut. Sag ich, ja, wie gesagt, du bist so voll. Da ist kein Platz mehr in dir. Gib ihm mal deinen ganzen Stolz, dein alles, alles. Na, wir sehen, wie der kommt und dich füllt. Lukas 13,24. Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Ihr Lieben, die enge Pforte, ihr wisst, in Jerusalem sind 12 Tore. Da ist ein großes Tor, das wird ans geschlossen. Und dann hat die Türe noch ein kleines Tor.
Und durch das kleine Tor können Spätkommende hineingehen. Vor allem auch mit ihren Kamelen. Aber sie müssen alles abladen und auf die Knie. Wir müssen alles abladen, was wir glauben. Wir können damit Gott beeindrucken. Und auf die Knie gehen. Dann können wir hineinrutschen durch das schmale Tor. Johannes 10, 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Johannes 14, 6 bis 7. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Johannes 8, 12. Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Amen. Ihr Lieben, muss euch sagen, diese ganzen Menschen, die an fremde Götter beten, auch ihr Lieben, die Maria haben wir zu einer Position verdammt, die sie nie haben wollte. Sie hat immer gesagt: Tut, was er euch sagt, tut, was er euch sagt. Die werden es nicht schaffen. Die werden ein Erwachen haben für alle Ewigkeit in der Finsternis. Johannes 3, 3 bis 7, Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und dann möchte ich euch jetzt etwas vorlesen aus dem Matthäusevangelium, wo wir jahrhundertelang daneben gelegen sind. Die letzten Verse im Matthäusevangelium 28 heißt es: Geht nun hin! Das heißt, macht euch auf und kommt in Bewegung. Wir sind ja umgesessen. Schöne Kaffeekränzchen, ja. Gemütlich beisammen sein. Geht nun hin, kommt in Bewegung. Ich garantiere euch, Gott wird viele von euch aus eurer Bequemlichkeitszone noch rausschleudern. In das weite, offene Meer. Und da werdet ihr wachsen fangen. Wisst ihr, wenn man einen Haifisch in einem Schwimmbad großziehen möchte, der wächst nie. Hau ihn ins weite Meer, der fängt dann wachsen. Ich bin noch nie so gewachsen wie in den letzten 25 Jahren in Afrika. Gott hat mich gefordert in jeder Hinsicht. Denn Gott beruft nicht die Begabten, er begabt die Berufenen. Amen. Und er ist in den Schwachen mächtig. Also geht nun hin und macht zu Konfessionen. Ich weiß nur, wie es schlaft oder nicht. Macht zu. Und was, wen soll man zu Jüngern machen? Alle Nationen. Ihr habt den Auftrag, aus Deutschland einen Jünger zu machen. Und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Ihr Lieben, wir haben Kirchenmitglieder gezüchtet. Konfessionen, wir haben unsere eigenen Bastionen gebaut und sind total daneben gelegen. Ich bin so dankbar. Gott hat uns jetzt in Afrika, wir haben über 1000 Mitarbeiter, gesagt: Herr, schick uns jemanden, der uns zubereitet für die ewige Herrlichkeit als Jünger Jesu. Jetzt haben wir einen messianischen Juden, der unser geistlicher Leiter ist. Der schult alle 1000 Mitarbeiter, alle Moslems, alle Prostituierten, Jünger Jesu zu werden. Und wisst ihr, ein Jünger Jesu soll so werden wie der Papst? Entschuldigung.
Wie der Pastor? Wie Jesus. Wie Jesus. Und ich stehe auf dem Wort. Ich bin ein Jünger Jesu und ich werde immer jünger. Das könnt ihr auch in Anspruch nehmen. Amen. Jünger werden jünger. Weil sie das Leben Jesu ausstrahlen. Amen. Und wir sollen zu Jüngern werden. Wir sollen erkannt werden, dass wir so sind wie Jesus. Ihr Lieben, da gibt es in allen vier Evangelien heißt es, wirst du nirgends das Wort Christen finden. Die ganzen Evangelien, nie Christen, immer nur Jünger und Nachfolger Jesu. In Apostelgeschichte 11, 26 heißt es, als er ihn gefunden hat, brachte, es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen, eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Im 11. Kapitel von der Apostelgeschichte kommt das erste Mal das Wort Christen vor. Christen heißt die kleinen Gesalbten. Christus, der große Gesalbte. Amen. Ich habe meinen Papa mal gefragt, sage ich, Papa, sag mal, bist du eigentlich Christ? Sag, was hast du denn? Ich bin doch Österreicher. Ja, es gibt auch Deutsche, die glauben, weil sie in Deutschland geboren sind, sind die Christen. Ein Schmarrn bist du ein Christ, weil du hier geboren wurdest. Du wirst auch nicht zum Hamburger, wenn du zum McDonald's gehst. Oder zum Auto in einer Garage. Ihr Lieben, hört ihr mich? Wir sollen werden wie Jesus Christus. Amen. Also ich sag's euch, ich war römisch, wo die Haut mich berührt hat. Wenn einer diese Konfession angegriffen hat, hat er eine Löwin gesehen, eine Wilde. Und dann war ich in Amerika bei einer riesigen Erweckungskonferenz. Und nachher gab es Taufe. Waren 1000 Leute, die haben sich fast alle taufen lassen. Ich habe gesagt, ich bin ja schon getauft als Baby. Bin schon getauft, da bin ich aber um den See herumgeschlichen und habe gehört, wie die taufen. Dann haben die getauft im Namen des Vaters, des Sohnes und haben gesagt, in den Tod und in die Auferstehung Jesu Christi. Dann habe ich gesagt, das habe ich nicht. Bin ich reingestiegen mit meinen Kleidern und habe gesagt, das will ich auch haben. Ich habe meinen Vater nie so wild gesehen, wie er erfahren hat, dass ich mich als Erwachsener habe taufen lassen. Das war Satan selbst, der ihn da geritten hat. Ihr Lieben, wir brauchen, wenn du als Baby getauft wurdest, ist es eine Weihe der Eltern, aber du musst es fix machen. Lass dich taufen als Erwachsener. In den Tod und in die Auferstehung Jesu Christi. Und du wirst sehen, das ist ein Unterschied. Und fang an zu lernen vom Heiligen Geist, wie er in dir den Traum, den Gott schon hatte, bevor du geboren wurdest, dir freisetzen will. Amen. Alle, die ihr Kinder habt, ihr habt sicher Träume gehabt für eure Kinder. Amen. Und was glaubt ihr? Was Gott hat, der hat noch den besseren Traum als alle Eltern. Mit 10 Jahren habe ich schon gesagt, Herr, meine Jugend war, oder meine Kindheit war sehr traurig. Durch den Krieg, Hunger, dauernde Angst, Luftschutzkeller. Habe ich gesagt, aber Herr, hundertprozentig hast du einen Traum für mein Leben. Lass mich nicht sterben, bevor ich diesen Traum auf der Erde leben darf. Und heute lebe ich den Traum. Missionarin, ich bin die glücklichste Mutter, ich bin die glücklichste Afrikanerin. Sie nennen mich die schwarze Mutter mit der weißen Haut. Halleluja. Und ich habe tausende von Kindern, die mich Mama nennen. Ich wollte immer 10 eigene haben, ja? Das war mein Traum. Und mit 20 kriege ich das erste Mal das Wort Frohlocke, du Unfruchtbare, denn du wirst mehr Kinder, was habe ich gesagt, mehr Kinder, ich will eigene.
haben gedacht, so ein Blödsinn, wer gibt mir denn da diese Schriftsteller? Ich werde mehr Kinder haben wie die Furt. Nein, nein, ich will eigene. Fünfmal habe ich diese Schriftsteller in den nächsten 10 Jahren bekommen. Und gesagt, die sprechen sich ab miteinander. Die waren aber von anderen Kontinenten, wisst ihr. Ich habe gesagt, lieber Gott, ist das wirklich dein Ziel? Sagt er, Maria, ich werde dir so viele Kinder geben, wie du dir jetzt noch nicht vorstellen kannst. Und wisst ihr, jetzt habe ich Kinder, die Prostituierten nennen mich ihre Mutter. Haha, das sind meine Kinder. Ehemalige Prostituierte, ich predige sehr viel in den Gefängnissen. Die Todeskandidaten haben herausgefunden, dass ich nie ein Kind geboren habe. Sagt Mama, aber das eine garantieren wir dir, wir sind alles deine Söhne. Mai, habe ich gesagt, wieder sowas Edles. Die Verbrecher von Uganda, die Mörder sind meine Söhne. Aber ihr Lieben, das sind heute von 470 sind 400 frei und sind draußen und predigen das Evangelium. Noch etwas euch vorlesen, lasst mal schauen. Weil, ja, über die Hölle könnte ich euch jede Menge von. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Also, wenn die auch schon anfangen schnarchen, dann weiß ich, ich muss aufhören. Ihr Lieben, es gibt so viele Bibelstellen über die Hölle. Die Hölle ist eine Realität. Und Gott schickt niemanden in die Hölle, wir schicken uns selbst. Wenn wir das Angebot nicht annehmen, das er uns gibt, Jesus, der alles für uns bezahlt hat, ja, dann braucht man uns nicht aufregen, wenn wir dann dorthin kommen, was wir verdienen. Die Menschen sagen immer, wenn ich sage, ich bin unverschämt gesegnet, sagen, ah Maria, das verdienst du doch, so gewahrst. Das Einzige, was ich verdiene, ist der Tod. Alles andere ist Gnade und Gunst. Amen. Amen. Im Matthäus Evangelium 5, 29 und 30. Wenn dir aber dein rechtes Auge einen Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. In Matthäus 7, 13, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Es tut mir immer so weh zu hören, viele gehen da hinein. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Bitte den Herrn, dass er dir zeigt, den schmalen Weg. Matthäus 10, 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. In der Offenbarung steht eine Schriftstelle, da heißt es, und sie haben ihn überwunden, die Christen haben den Teufel überwunden, durch ihr Zeugnis, durch das Blut Jesu und weil sie ihr Leben nicht geliebt haben bis in den Tod. Und dann haben wir auch viele Zeiten haben wir als Hauskirche gehabt und meine Kinder lieben es. Und wir lesen es jeden Tag 2 Kapitel in der Bibel, machen sie jetzt auch weiter ohne mich. Die Kinder lesen es und dann sagen sie zueinander, was sie daraus gehört haben vom Heiligen Geist. Und dann sage ich diese Schriftstelle meinen Kindern, sage ich, was kann das bedeuten? Meine Kinder sind von 3 bis 24 Jahre. Sagt so ein Kind, ich weiß nicht, was sie 7 oder 10, sagt sie, Mama, das kann bedeuten, dass wir als Märtyrer sterben müssen. Sag ich, ja, das kann das bedeuten. Sie haben ihr Leben nicht lieb gehabt bis in den Tod. Dann habe ich gesagt, wisst ihr, was das Allerschlimmste für mich wäre? Wenn sie euch Kinder vor mir quälen würden, damit ich mich von Jesus lossage. Das wäre das Allerschlimmste. Dann sagt ein Kind 10 Jahre, Mama, da musst du stark bleiben. Wir schauen auf Jesus. Je mehr sie uns quälen, umso schneller sind wir bei Jesus. Und dann kam der Knüller, sagt ein anderes Kind, ja, aber Mama, wir wären auch nicht schwach, wenn sie dich quälen. Dann habe ich gewusst, es ist echt. Wo hörst du das in der westlichen Welt? Das ist Afrika. Die haben eine Leidensbereitschaft. Uganda hat hunderte von Märtyrern im Fundament des Staates. Und darum wird auch die Erweckung für Afrika von Uganda ausgehen und die Erweckung der Welt von Afrika.
garantiere euch, die Afrikaner werden uns noch das reine Evangelium bringen. Nicht Konfessionen. Das ist ja immer, wenn große Konferenzen waren, habe ich immer wieder um Vergebung gebeten, was wir ihnen mit der Haut, Menschen mit der Haut, angetan haben. Dann ist immer jemand auf die Bühne und sagt, aber ihr habt uns Jesus gebraucht. Nur die Konfessionen hätte es euch da sparen können. Jesus und die Bibel wäre genug gewesen. Und da müssen wir wieder zurück. Jesus Christus und das Wort Gottes. Das ist die einzige Hoffnung. Amen. Und Christ, wisst ihr, Jesus hat gesagt, wir sollen, das muss ich auch, Gebiete tut es mir nicht rausschmeißen, okay? Ich muss wirklich nur was sagen. Und zwar in Matthäus 6. Das ist für mich so ein wichtiges Kapitel und es ist total up to date jetzt. Weil ja die Menschen, niemand kann zwei Herren dienen, ja. Jeder bippert um seine paar Finanzen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seine Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie einer von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, würde er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Und jetzt kommt's. Denn nach diesem allen trachten die Nationen oder die Ungläubigen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Und jetzt. Trachtet aber zuerst, zuallererst, nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das andere wird euch was? Dann müsst ihr es euch nicht schwer verdienen, das andere. Wird euch zufallen. Ihr Lieben, ich werde vor Zufällen fast erschlagen. Fällt euch mein Kleid? Ich habe zum Herrn gesagt, Herr, ich bin deine Repräsentantin auf der Welt, du musst mich auch anziehen. Du weißt, mein Budget ist extrem klein, aber du hast ja andere Wege. Was ich geschenkt habe, ich komme gar nicht nach mit dem Verschenken, weil ich keinen Platz mehr habe für alles, was ich geschenkt bekomme. Aller Spuck, den ich habe, ist alles geschenkt. Ja, aber Freundin ist Juwelierin und alle halbe Jahr hört sie mal vom Herrn, sie soll mir was schenken. Zu ihr gesagt, ich hab schon genug. Nur, dass sie nicht gesagt hat, halt's mal. Hat sie gesagt, du bist still. Ich gehorche und du sagst danke und da musst du es auch. Halleluja. Amen. Gott wird dich überhäufen mit Zufällen, wenn du zuerst was suchst? Sein Reich und seine Gerechtigkeit. Und alles andere wird dir zufallen. Amen. Und wenn ihr mal ein bisschen Glaubensnachhilfe braucht, dann kommt nach Afrika, dann richtet euch die Frage, Felix. Ihr Lieben, wir müssen von da oben da herunter. Amen. Ich muss sagen, also manchmal verzweifle ich fast mit unseren europäischen Gästen in Afrika. Da sehen sie eine Blume, sagen sie, wie heißt denn die, Maria? Sag ich, das ist eine gelbe Blume. Dann sagen sie, dann schauen sie mich dumm an. Dann sagen sie, du willst den lateinischen Namen wissen, bevor du das genießen kannst. Das ist eine gelbe Blume, die Gott geschaffen hat. Amen. Der westliche Mensch will alles in den Griff haben, indem er es weiß.
Gott möchte dich in den Griff bekommen, damit er mit dir machen kann, was er will. Amen. Damit er mit dir machen kann, was er will, weil er hat die besten Pläne. Habe ich noch ein bisschen? Aber es schnarcht noch keiner. Halleluja. Ihr Lieben, Gott möchte uns ein Leben der Fülle schenken. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und das Leben in Fülle. Das heißt, er möchte euch lebendig machen in jeder Phase eures Seins. Bist du bereit zur Veränderung? Ich sag's euch, in unseren Tagen ist extreme Veränderung notwendig. Und zwar Veränderung, dass wir so denken anfangen, wie Gott denkt. Und nicht, wie die Welt uns einflößen möchte. Der Herr sagt, wir sollen jubeln, uns freuen, wenn wir die ganzen Sachen sehen, weil er bald kommt. Amen. Fang an zu jubeln. Und sag, Herr, ich freue mich, dass bald du kommst, um mich zu dir zu holen. In der Entrückung. Amen. Halleluja. Steht auf in der Früh und freut euch und sagt, Herr, was ist das Abenteuer zwischen dir und mir heute? Amen. Ich mache es nur mal so. Wie ich nach Uganda gekommen bin, nach einer Woche, wollte ich wieder zurückfliegen, weil ich gesagt habe, wo fängt man da an, wo hört man da auf? Das ist ein Fass ohne Boden. Lieber Gott, lass ich mich wieder zurückfliegen. Da hat er gesagt, du bist nicht der Erlöser von Uganda. War ich wieder so groß mit Hut. Dann habe ich gesagt, ja, was tue ich dann? Nur, was ich dir jeden Tag zeige und sage. Und Jesus hat nur getan, was er dem Vater hat tun sehen im Himmel. Gebetet haben wir ja jahrzehntelang, jahrhundertelang. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Da müssen wir mal wissen, was im Himmel los ist. Muss fragen, was tust du im Himmel, damit ich sie auf die Erde holen kann. Amen. Und dann sind wir raus aus der Kirche. Ich, mich, meiner, mir. Herr, segne doch uns vier. Passt das zusammen? Nein. Jetzt müssen wir am Jordan, den Jordan überkreuzen. Und der Jordan, wisst ihr, das Rote Meer steht für die Taufe. Der Jordan steht für unsere Mitkreuzigung mit Jesus Christus. Die meisten Christen sind getauft. Sie sind aus der Welt heraus, aber die Welt ist aus ihnen noch nicht heraus. Und jetzt müssen wir mitgekreuzigt werden mit Jesus Christus. Galater 2, 19 und 20. Ich bin gekreuzigt mit Jesus Christus. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt lebe in diesem Fleisch, das lebe ich aus dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich hingegeben hat. Amen. Jetzt ist das Neue, nicht mehr ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier, sondern Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Amen. Wer möchte ein Tabernakel für Christus werden hier? Halleluja. Wer möchte hier weggehen mit der Gewissheit? Jesus hat für mich bezahlt. Durch seinen stellvertretenden Tod habe ich einen Freibrief in den Himmel zu kommen. Wer möchte mit dieser Gewissheit weggehen, der soll mit mir aufstehen und ich bete dann mit euch. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gib dem Herrn einen Klatschopfer. Als wunderbares Original. Danke, Vater, dass ich kostbar bin in deinen Augen. Und zwar so kostbar, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast. Der für mich
bezahlt hat. Alles. Er hat alle Krankheiten getragen, alle Flüche, alle Sünden, alle Ablehnung, alles. Danke, Herr Jesus, dass du für mich diesen Preis bezahlt hast. Und du am Kreuz sagen konntest, es ist vollbracht. Es bedeutet für mich, du hast alles bezahlt. Und Herr Jesus, ich öffne dir jetzt mein Herz und mein ganzes Leben. Und ich empfange dich als meinen einzigen Herrn und Meister, als meinen Erlöser, als meinen Friedefürst, als meinen besten Freund, als meinen Geliebten, als meinen Bräutigam, als den Anfänger und Vollender meines Glaubens, als meine Gerechtigkeit, als meine Heiligkeit. Herr Jesus, du in mir bist meine Hoffnung auf Herrlichkeit. Durchströme mich jetzt von der Krone meines Hauptes zu den Sohlen meiner Füße. Mit deinem Auferstehungsleben. Und Herr, wo immer noch Veränderung notwendig ist, mach es in der kürzestmöglichen Zeit. Und mit dem geringsten Aufwand und Schmerz. Ich will dir täglich ähnlicher werden. Ich will deine Stimme hören. Ich will deinen Willen auf Erden leben. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Durch mich auf Erden. Wie es im Himmel geschieht. Öffne mir die Augen und Ohren des Herzens. Damit ich die Weite, Breite, Länge, Höhe und Tiefe deiner Liebe erkenne. Sie voll und ganz empfange und dann herzhaft weitergebe. Danke, Herr Jesus, dass mein Name im Buch des Lebens ist und ich heute ewiges Leben empfangen habe. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du mit mir bist, dass du für mich bist. Wer kann gegen mich sein? Ich liebe dich. Schenke mir jetzt Liebe für dein Wort. Schenke mir das Feuer des Heiligen Geistes. Und mach mein Leben fruchtbar. Indem ich vielen Menschen das Evangelium bringe. Und viele zu dir finden durch mein Leben. Ich gebe dir alle Ehre. Ich will den Traum leben, den du für mich hast. Und ich danke dir, dass du mein Gebet erhörst. Und dass ich mich freuen darf, dass du mich liebst. Mehr als je mich jemand lieben könnte. Danke, Vater. Amen. Amen. Danke.